So Leute, wir spielen heute endlich mal wieder Destiny 2 und zwar spielen wir heute Ins Licht, ein riesengroßes Content-Update, das schon mal Lust auf mehr machen soll, denn am 4. Juni kommt der letzte große DLC und den werden wir natürlich dann auch im Stream zocken. Da ich aber jetzt absolut kein Profi bin in Destiny 2, es macht mir zwar Spaß und ich habe es auch schon viel gespielt, aber nicht auf einem ganz hohen Niveau, spiele ich heute nicht nur mit der fantastischen Haselnuss, sondern auch mit Satrix. Der ist seines Zeichens selber Streamer im Bereich Destiny 2 und wird uns hier in alles einweihen, was mit dem Thema zu tun hat. Folgt mir einfach mit ins Spiel, wir haben schon eine Einsatztruppe gebildet und wir werden uns jetzt erstmal mit Ins Licht, Into the Light, dem Update beschäftigen und gucken, was es da alles gibt. Denn ich habe gehört, wir bekommen jetzt gleich erstmal richtig gutes Loot. Und wir wissen alle, Loot. Jeder wollte extra warten. So, ja, ich bin da. Hi, Leute. Oh, moin. Hallo, Trix. Moin. Hallo, Hasel. Hallo. So. Jetzt muss ich hier nur ganz kurz. Ja. Wir sind jetzt in der. Das ist jetzt schon dieses Update ins Licht, ne? Genau, das ist jetzt die Halle der Champions ins Licht. Kannst dich gerne umgucken. Alter. Wir haben Zeit. Darf ich mir hier irgendwas nehmen? Na, leider nicht. Du kannst dir gleich was nehmen. Ist deine neue Rüstung. Die hat sich Haselnuss schon abgeholt, damit du auf Level bist. Okay, wo kriege ich die? Muss sie hier ein bisschen mitkommen, siehst du mich? Ja. Genau. Du siehst aber auch sehr cool aus. Darf ich dich mal kurz angucken? Ja, klar. Stark. Was passiert, wenn ich hier umarmen? Ja. Oh. 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 Schon Freunde geworden. Ja, das ist ja schön. Okay. Genau, und dann gibt's hier oben, müsste für dich eine Kiste sein, die hier. Oh, da kannst du dir jetzt Rüstung rausholen. Geschenk der Donnergötter. Genau, ich mache jetzt nur ganz kurz mal deinen Stream auf, damit ich das sehe. Das ist aber auch eine Waffe, der Donnerlord. Wo ist der Donnerlord? Das klingt jetzt auch nicht ganz schlecht. Der Donnerlord ist ein wildes Ding. Kannst du gerne auch spielen. Aber muss ich mich entscheiden zwischen einen der beiden? Warte mal, ich nimm einfach mal beide und schau, ob du dich entscheiden musst. Ah, nee, du kannst beide nehmen. Ich krieg alles, was hier ist, oder was? Du kriegst alles, was da drin ist. Alles ist eins. Das ist ja fantastisch. Das ist für Spieler wie euch, die halt jetzt, sagen wir mal, das Game lange nicht gespielt haben und wieder rein in das Game kommen wollen, damit die halt auch auf Level sind und den ganzen Content spielen können, der halt jetzt gerade aktiv ist. Das ist halt echt super gemacht. Ja. Gib mir Loot! Vor allem für Ede ist das geil, weil er sich immer beschwert, wenn er eine Kiste nicht für sich komplett hat. Also das halte ich jetzt für ein Gerücht. Ich habe mich in meinem Leben noch nie beschwert. Naja, okay. Wo ist denn jetzt der geile Donnerkelch? Dann kann ich eigentlich die anderen Sachen kann ich ja alle direkt wegschmeißen, oder? Ja, dein ganzes altes Zeug, was du da drin hast, du kannst das blaue Zeug auf jeden Fall wegschmeißen. Das blaue Zeug wirst du nicht mehr brauchen. Das Lilane würde ich dir empfehlen, ein bisschen zu behalten. Ich glaube mit, warte mal, Farbenblindenmodus, ja, das müsste eigentlich lila sein bei dir. Allerdings habe ich doch auch gerade blaues Zeug gekriegt. Aber ey, meine Waffe, die ich die ganze Zeit benutze, war blau. Genau, du kannst... Will ich noch behalten. Du kannst auch, wenn du jetzt sagst, dir gefällt eine Waffe, kannst du die anderen Waffen in deine Waffe infundieren, also sie hochziehen auf das Powerlevel. Dann gehst du dann mit Rechtsklick auf die Waffe drauf. Und dann kannst du unten, oder mal, wie ist denn das? Kalte Fusion? Genau, dein Kaltherz, gehst mit Rechtsklick drauf. Und dann ist da unten so ein kleines Zeichen. Und da kannst du dann deine hohen Waffen rein tun, dann ist sie auf Level. Infundieren? Genau, und dann nimmst du aber eine, die 1810 ist. Begebenheit oder Galu RR3? Welche brauche ich weniger? Weißt du auch nicht, ne? Hallo. Die Galu brauche ich nicht? Ja, die Galu brauchst du nicht, nein. Okay, alles klar. Und dann kriege ich die. Muss ich jetzt F drücken? Für Infusion zerlegen. Genau. Und jetzt ist mein Kaltherz geil, oder was? Jetzt ist Kaltherz 1810. Geil. Jetzt ist dein Kaltherz 1810. Und das kannst du jetzt mit deiner kompletten Rüstung machen. Beziehungsweise die Rüstung würde ich anziehen. Ja. Die du gerade bekommen hast. Das exotische Rüstungsteil, das du hast, das gelbe Rüstungsteil, da würde ich wieder eininfundieren.
Ach, man kann nur eine gelbe Waffe tragen. Eine gelbe Waffe, eine gelbe Rüstung, genau. Oh, da kann ich ja jetzt den Donnerlord gar nicht benutzen, wenn ich Kaltherz benutze. Okay. So, dann nehmen wir die Rüstungen. Handschlag des Lügners. Habt ihr das alles schon gemacht? Wartet ihr nur auf mich? Ja, ich hab's schon gemacht. Okay. Haselnuss war auch schon schnell. So, muss ich jetzt nicht noch die Mods da wieder reinsetzen? Die Mods kannst du auch reinmachen, genau. Aber ist nicht so wichtig, oder doch? Tu mal überall einen Belastbarkeitsmod rein. Das ist ganz gut, weil Belastbarkeitsmod heißt weniger sterben. Habe ich auch erst nach 5 Jahren Destiny gelernt, bis das mal oben bei mir war. Und was sind diese anderen Sachen, wo der Helm ist? Dropshot? Das sind alles so Kleinigkeiten, um deine Waffen besser zu machen, beziehungsweise deine Fähigkeiten zu verbessern. Können wir gerne auch dann nachher mal nachgucken. Ich habe einen Anschlag auf euch vor, denke ich mal. Okay. Und zwar, wir spielen ja jetzt gleich hier Onslaught, also den Ansturm, der Modus, der mit Into the Light gekommen ist. Da sind wir bestimmt eine Stunde drin, bis wir den komplett fertig haben. Mhm. So, und dann ist eine alte Mission wieder neu reingekommen ins Spiel. Wie heißt das? Whispern. Es ist so ein Jump and Run und am Ende müssen wir dann einen Boss erledigen. Mhm. Und ich habe ja gehört, du weißt noch nicht so recht, wie es mit dem Springen und so geht. Oh, deswegen, no, das wird schlimm. Deswegen lassen wir dich da mal ein bisschen schwitzen und runterfliegen. Nein. Okay, warte, ich mache erstmal kurz die Belastbarkeit hoch. Es ist schon manchmal wild, finde ich, mit dem Springen. Okay, ich bin gleich soweit, Leute. Sorry, alles muss ja alles. Mach dir gar keinen Stress. Nehmen hier schön die Belastung. Ist jetzt schon bei 83. Was gibt es Neues von der Front? Warte mal. Was, hier im Chat wird gesagt, switch mal auf Arcus. Passt besser zu deiner Waffe. Was ist Arcus? Arcus ist deine Super. Das ist, wenn du raus aus diesem Menü gehst. Ja. Da ist auch jetzt dann, ich glaube mit, war das mit, warte mal. Glaubst du, die Rotlegion würde hier aufhören? Du musst deinen Gegner restlos besiegen. Das wird bei mir auch gerade beschrieben. Gibt Graviton-Lanze, Arcus gibt Risk Runner. Ich komme nicht auf 100, ich komme nur auf 93 leider. Das reicht vollkommen. Ja? Ja, klar. Oder habe ich hier was falsch gemacht? Oh, hier habe ich noch mal einen. Also ein kleiner Mod bringt plus 5, ein großer bringt plus 10. Mhm. Aber du hattest vorhin 48, das heißt, du kriegst... Ich habe jetzt 93, ja. Genau, das passt schon. Du kommst nicht höher mit deiner Rüstung, die du aktuell hast. Okay. Wenn dein Chat unbedingt will, dass du Arcus spielst, dann gehst du jetzt nochmal raus aus dem Menü. So, dann hier. Ist oben, genau, und wählst das, genau, das blaue aus Arcus Akrobat. Okay. Auf den kannst du dann nochmal mit Rechtsklick draufgehen. Und dann kannst du dir auswählen, entweder du hast so einen Stock, mit dem du oben dich schlägst, oder du hast einen Speer, den du wirfst. Das kannst du am großen Zeichen nochmal ändern. Diese Fähigkeit muss ich... Scharfschützen ausweichen? Das passt erstmal so, wie es ist. Die habe ich schon automatisch. Genau, die hast du automatisch. Dann habe ich noch Aspekte. Was ist das? Genau, da kannst du einfach was reinnehmen. Du hast halt Aspekte und Fragmente, um so gesagt den Baum, den du spielst, oder die Super, die du spielst, noch ein bisschen zu verbessern und verfeinern. Es wurde noch gefragt, wurden die Skills wieder zurückgesetzt oder bleiben die diesmal? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wurde da irgendwas zurückgesetzt? Welche Skills sind denn gemeint? Ich weiß nicht. Welche Skills sind gemeint? Es sind neue Skills dazugekommen. Das kann man sagen. Ja. Also man hat die alten Skills, die es damals gab. Dann hat man nochmal jetzt komplett zwei neue Klassen. Das kann ich euch dann gerne auch mal zeigen. Und zu denen ist, glaube ich, vor... 2-3 Jahren auch noch mal was dazugekommen. Okay, also jetzt habe ich mich so einigermaßen, glaube ich, hier ausgestattet. Auch wenn ich mir nicht...
Alter, man kann ja wirklich jede Waffe dann nochmal weiter modifizieren, ne? Geistmods gibt's auch noch. Das ist echt viel. Das ist wirklich, wenn du als neuer Spieler wieder in Destiny reinkommst, ist das ziemlich verwirrend. Aber wenn man es drin hat, ist das eigentlich alles super, super einfach. Okay, es wird noch geschrieben, die man setzen kann zu seinem Charakter, die Fähigkeiten, wenn das geläufiger ist. Die sind immer noch die gleichen, wie sie damals waren. Sind immer noch die gleichen. Genau. So, jetzt will ich euch nur mal ganz kurz bitten, wenn ihr da fertig seid, dass ihr einmal hier zu Shax hier bei mir geht, zu dem jungen Mann, den anspricht und ob ihr da irgendwas abholen könnt. Hier, wo du gerade vorstehst? Genau, hier, wo ich davor stehe. Nicht, dass der jetzt gleich eine Mission dabei hat und ihr die nicht spielen könnt. Lord Shax, Heldentaten der Tapferkeit. Shax bitte dich für den Schutz der letzten Stadt um Hilfe. Ich habe jetzt auch was abgeholt. Auch dieses Tapferkeitsding. Du kannst dadurch nur stärker werden. Genau, Power Level 18-10 erreicht. Das könnt ihr dann gleich machen, indem ihr die ganze Rüstung auswählt. Und dann habt ihr noch was bekommen. Und das zweite nochmal. Jetzt ist das ein Shop. Verkauft er hier Sachen? Jetzt verkauft er Sachen, genau. Das obere ist zum Aufleveln. Das untere sind Beutezüge. Die könnt ihr gerne mitnehmen. Könnt ihr dann nach und nach, könnt ihr die abholen. Beziehungsweise abschließen. Erfordert Rang 3, 2. Kann er gar nichts mit anfangen. Oder was? Exotisches Engramm. Genau, das ist so, umso mehr du den Modus spielst, den wir jetzt gleich spielen, kannst du den aufleveln und dir dann das ganze Zeug da abholen. Okay. Ah, der Geruch des Siegeshüter. Aber noch ist die Rotlegion nicht besiegt. Mitternacht ohne Namen, das klingt auch geil. Ich habe keine Muni dafür. Ach nee, hier kann man nicht schießen, glaube ich, ne? Genau, du musst jetzt auf jeden Fall alle Rüstungsteile ausrüsten, die 18-10 sind, Eder. Habe ich doch 18-10, 18-10, 18-10, 18-10. Ah nee, hier unten noch nicht. Jetzt habe ich's. Genau, und noch bei deinen Waffen auch noch. Die müssen auch alle 18-10 sein? Die müssen alle 18-10 sein, ja. Okay. Die habe ich getransfused. Was siehst du, wenn du dir die Phantomstätte auf dem Mars anschaust? Ich sehe den Schmelztiegel. Okay. Genau. Jetzt hast du nämlich auch hier einen neuer Schritt. Und jetzt steht da Ansturm abgeschlossen. Und das ist das, was wir jetzt gleich machen. Okay, muss ich jetzt noch mit irgendjemandem labern oder irgendwas? Nee, jetzt musst du mit keinem. Jetzt können wir ballern gehen. Okay, weil du vorhin schon gesagt hast, du wolltest ballern gehen. Du musst die Beutezüge annehmen, sagt Chat noch. So, ja genau, die was du hier bei dem Shax hast. Achso, jetzt geht das wahrscheinlich. Jetzt, okay. Genau, die unteren kannst du alle annehmen. Das sind Quests quasi, ja. Ich weiß, du wirst es weise nutzen. Hast du die auch abgeholt, Haselnuss? Die unteren, oder? Die unteren, genau, die untere Reihe davon. Warte, in der Tapferkeit. Das hier, Beutezüge. Moment, let me check. Genau, Beutezüge. Okay. Alles klar. Hört das auf? Ah. Wie oft kann ich das? Und jetzt, bevor ich starte, könnt ihr mit diesem Roboter hier auch noch sprechen? Da müsst ihr euch, glaube ich, auch noch was abholen können. Ja, Beutezüge. Aber ich habe einfach den ersten unbeugsamen Ansturm, habe ich jetzt gemacht. Das passt. Ja. Und du kannst dir dann in der oberen Reihe schon eine Mission holen. Fremde Gefahr, neue Quest. Genau. So, jetzt sind wir ready. Jetzt können wir rein da. Rein da! Ach, das wird jetzt witzig. Ja, den Eisbogen kann ich nicht benutzen, weil ich Kaltherz benutze. Ich kann nur eine gelbe Waffe benutzen, was ich echt ein bisschen schade finde. Unsere Arbeit ist noch nicht beendet, Hüter. Das kann ich tun. Ja, genau. Eine gelbe Waffe geht nur. Das ist, glaube ich, nicht nur bei dir so.
Mach dich auf den Weg. Warte mal, lass mal ganz kurz gucken. Ede, kannst du mal ganz kurz M drücken? M oder N? M für ja. Map. Dann gehst du auf Into the Light. Also ins Licht, genau. Ah, okay, gut. Dann musst du das da oben einmal abschließen, genau. Das wollte ich gerade wissen, weil Haselnuss hat das, glaube ich, schon gemacht. Nur du brauchst es noch. Dann geht es jetzt einmal bis Stufe 10, um da reinzuschnuppern. Okay. Jetzt geht's los. Okay, let's go. Okay, ich werde den Eisbogen ausprobieren später, keine Sorge. Aber dann muss ich den erst infusen, weil der noch falsches Level hat. Mal, zeig dich mal. Nee, bei dir passt jetzt gerade anders. Was habt ihr denn für geile Raumschiffe? Diese kleine was ist das für ein kleines Dreieck? Die Dreiecke, die sind neu. Das ist auch mit dem Update, mit dem Update jetzt dazugekommen. Ja. Das kannst du auch irgendwo ausrüsten. Ich habe auch voll lange gesucht. Ich weiß nicht, wo Raumschiffe ausrüsten kannst. Du kannst sie auch komplett anpassen, die Farbe. Genau, das ist, wenn du einfach auf deinen Charakter gehst, oben, also hier mit I in dein Inventar und dann einfach mit, S nach unten gehst. Da hast du eine kleine Übersicht, wo du danach gucken kannst. Deine Gegner haben es auf dein Leben abgesehen. Verteidige es. Okay. So, jetzt geht's los hier. Mhm. Wo sind die Bösen? Wer ist der Roboter? Ach, der gehört zu uns. Der Roboter gehört zu uns, ja. Da sind die Feinde. Ich brauche eine neue Main-Waffe. Du kannst hier super Zeug farmen in den Modus, by the way. In dem Modus sind ältere Waffen dazugekommen, die es früher mal gab. Jetzt mit neuen Perks, weil jede Waffe hat ja so gesagt einen eigenen Perk. Und die sind echt gut gelungen. Also wirklich gut. So viel besser, als sie früher waren. Und der Modus ist an sich, ist das eigentlich so ein Tower Defense an sich. Mhm. Das heißt, wir müssen hier genau das Ding, was mich gerade weggeschleudert hat, müssen wir verteidigen. Und es geht jetzt 10 Wellen lang und wird halt dann immer schwerer. Das Ding hier müssen wir verteidigen. Das Ding müssen wir verteidigen, genau. Hier kommen auch so Kugeln, die kannst du auch sammeln. Und du siehst bei diesem Viereck oben drüber den Lebensstand quasi. Also diese blaue Linie. Und die Kugeln kannst du dann da reinstecken und dann füllt sich das wieder, falls der irgendwie beschädigt wird. Welche Kugeln? Die tauchen irgendwann auf. Ach so, okay. Ich glaube, das sieht man relativ schnell. Und hier sind Geschütztürme, die können wir kaufen, oder was? Die könnt ihr kaufen, genau. Mhm. Wir können hier so kleine Defensive Upgrades machen. Du musst dir wirklich vorstellen, wie kennst du vielleicht Bloons Tower Defense? Ja, klar. Ja, wir machen genau das Gleiche jetzt, nur sind wir Hüter. Okay. Genau, und hier kommen jetzt schon Gegner. Sollte ich besser bei euch da bleiben? Siehst du dieses Kugelsymbol da? Ah ja, genau, das kann ich dir. Schau, hier bei mir ist diese Kugel. Ah, jetzt habe ich so eine Kugel hier. Genau, und die kannst du jetzt da oben auf das Ding schmeißen. Genau. Muss ich da ganz nah ran tun, oder was? Nee, das kannst du auch vom Gefühl der anderen Seite der Map schmeißen. Geil. Das ist ein Granatenwerfer, jetzt check ich das. Deine Heavy-Waffe? Ja. Ja. Die Adu wird angegriffen! Die Adu. Die Adu. Shi-Adu. Ah, oh, Kaltherz ist so geil. Oh ja. Einzige Nachteil ist so geil, dass man nie eine andere gelbe Waffe spielt. Ich loote. Hier liegt so viel Loot. Jetzt müsst ihr vorsichtig sein, jetzt kommen hier Sprenger. Mhm. Wenn ihr denen zu nahe kommt, machen sie Bumm und ihr seid weg. Ja. Die müssen vorsichtig sein. Ja. Kann man auch diese Lieferraumschiffe, kann man die auch kaputt schießen? Die großen da oben? Ja.
Nee, die nicht. Die bringen uns nur eins. Hier sind Leuchtsachen gedroppt. Mhm. Die können wir einsammeln, dafür kriegen wir dann eine Box mit hier. Heavy Ammo. Autschi. So, genau. Und jetzt habt ihr hier bei mir, habt ihr eine Box, bei der könnt ihr euch hier eure Heavy-Munition abholen. Boah, mhm. Was war das? Oh, hier ist ein Overlord-Champion. Natürlich. Du hast keine Gnade gezeigt. So sollte es auf dem Schlachtfeld sein. So, das wird jetzt witzig. Wir müssen die Minen einnehmen da unten. Ja. Das heißt, wir müssen den Bomber da drauf töten. Mhm. Und dann die Zone einnehmen. Und in der Zeit müssen wir aber auch da oben den ABU beschützen. Dann geht ihr da unten, ich mach hier oben sicher. Okay, ihr macht beide da oben sicher, ich mach unten sicher. Machen wir es so rum. Okay. Ja, okay. Ich vertraue euch. Klar. Ich bin sehr gut. Okay. Die Waffe ist halt maximal schlecht. Mhm. Funktioniert ja. Upsi. Super. Ich mal ganz kurz die Kugel da. Mhm. Easy. Ich glaube, jetzt müsstet ihr auch mal. Ich habe auch meinen Ulti. Balken. Genau, ja. Genau, die kannst du jetzt dann gleich mal machen. Ich weiß noch gar nicht, was die macht. Und das ist dieser Akkustab, den dein Chat von dir wollte. Okay. Damit gehst du einfach gleich in die Menge rein. Okay. Ach, ich glaube, das kenne ich sogar noch von früher. Kennst du noch? Ja, ich glaube, ich war früher ein Nahkämpfer, ehrlich gesagt. Und das, also da hatte ich auch immer irgendwie sowas. Mhm. Wo ich auf jeden Fall mit irgendwas um mich geschlagen habe. Genau, und in den Zwischenrunden könnt ihr dann immer hier diese Geschütze und so aufleveln. Die helfen uns dann auch. Oh, da war doch gerade. Ah, jetzt ist die Zwischenrunde vorbei, deshalb. Okay. Mhm, genau. Der Granatenwerfer ist nicht schlecht. Mhm. Okay, bei dem Modus kriegst du sogar einen der besten, den es gerade im Spiel gibt. Das ist dann immer am Ende einer Mission sozusagen die Belohnung oder was? Oder können die einfach. Genau. Es gibt halt jetzt dann gleich den. Also, wir machen jetzt erstmal diese Einstiegsmission so gesagt. Die ist für dich. Mhm. Damit du halt erstmal hier diese 50 Wellen abschließen kannst. Und dann gehen wir in den anderen Modus rein, da können wir dann auch eine andere Map wählen. Dann kriegen wir alle 10 Stufen kriegen wir dann Loot. Dann gibt es noch einen legendären Modus davon, da kriegst du dann alle 10 Stufen und kriegst du doppelten Loot. Oh. Irgendwann bist du dann einfach reich. Okay. Was ich? Aber du kannst dich hier reinstellen. Kann dir dann nichts passieren. Oh, ich habe selbst geschossen. Oh, ich habe eine neue lila Waffe. Oh, holy shit. Oh. Wo kam der denn her? Oh. Ich bin gleich wieder da. Ich werde jetzt mein Special zünden, wenn ich bei euch bin. Geht in Deckung. Jetzt geht's ab. Wo sind Gegner? Da. Oh, es sind zu wenig Gegner da. Ja, stimmt. Jetzt pass auf. Hast du deine super gemacht? Ja. Hast du sie gemacht? Ja, ich hab die okay. Gezündet. Warte, ob ich von hier treffe? Ja, easy. Oh, fast.
Mit dem Handballprofi wird's noch. Was ist das? Hier müssen wir jetzt durch. Du steckst voller Kampfpotenzial. Mach mich stolz. Ich stecke voller Kampfpotenzial. Wo ich warte auf euch. Ja, du musst durch das Portal dabei, Haselnuss. Ja, ich komm da auch rein. Genau. Ja. Wo komm ich denn rein? Einfach durchspringen. Ja, moin. Alter, was geht ab jetzt hier? Genau, so, jetzt müssen wir hier weitermachen. Immer so eine kleine Zwischensequenz. Und dann sind hier an der Seite sind Türen aufgegangen. Mhm. Moin. Jetzt müssen wir hier in dem Raum müssen wir drei kleine Bälle töten. Ja. Achtung, Feinde. Ich hab dich gerettet. Genau, Feinde, irgendwelche so Objective-Ziele, die du machen musst, werden meistens immer so angezeigt mit diesen Vierecken, was die Gegner da gerade über sich haben. Die müssen wir dann töten. Das siehst dann meistens immer so in-game. Genau, so. Wer will jetzt den Runner machen? Das heißt? Ihr müsst das Ding hier nehmen und wie ein Basketball hinten in so ein Licht eindanken. Oh, das will ich machen. Darf ich? Ja klar, nimm's auf. So, und jetzt? Du siehst es da hinten markiert. Da rein. Genau, und da musst du es reinschmeißen. Hab ich es jetzt noch bei mir? Du hast es bei dir, genau. Du musst einfach nur da vorne in das Licht kommen. Okay. Aber Vorsicht, da ist ein Boss. Und den können wir leider auch nichts machen. Den können wir nicht platt machen? Den können wir nicht platt machen. So lange immun, bis du das Ding da reingeschmeißt. Genau. Aber es geht relativ schnell. Einfach da reinlaufen, einfach oder was? Einfach da reinlaufen, ja. Genau. Mit voller Karako. Let's go! Bam! Hier hat Taktik triumphiert. Stark von uns. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt könnt ihr hier eure Kohle ausgeben. Wieder Geschütze und so kaufen. Mhm. Ich komme. Das Stolperdraht kaufen. Oh, ich habe nicht genug. Genau, es gibt drei verschiedene Sachen. Es gibt einen Decoy, also hier so einen kleinen Kehrmann, den die Gegner dann angreifen, Geschütze und die und so ein Stolperdraht macht dann Bumm, wenn er da durchgeht. Ein Toaster ist gerade mit Flammen aufgegangen. Was? Jetzt privat oder im Spiel? Im Chat, Entschuldigung. Nehmen wir jetzt mittlerweile nicht mal eine Chance, die kommen ja nicht mal mehr zu uns. Keine Chance. Aber ich bräuchte mal wieder so lila Munition tatsächlich. Gegner töten, die müssten sie dann droppen. Oh, hallo. Oh, mich hat's zerlegt. Was? Wir retten dich. Oh. Ich komme mit Tricks. Ich bin schon wieder da. Ich hab gezaubert. Okay. Hinter euch, unsichtbar am ABU. Oh, ich habe keine Munition. Keine Munition, meine ich. Oh, jetzt fehlt nur noch der Große hier. Komm. Gute so. Arbeit, Hüter. So. Ist das Ding fast kaputt? Schaffen wir das? Oh, jetzt kannst du deine Super gleich machen. Jetzt kommt Demolition's Nest. Jetzt kommen zwei große Bosse, die wollen hier alles kaputt machen. Die spawnen aber gleich auch hier in der Nähe.
Okay, der erste ist weg. Oh, alles gut? Ja, ein paar Sekunden noch. Ich bin wieder da. Ich geh rein. Rein mit dir. Schaffst das. Pam, pam, pam. Der Adu wird angegriffen, Leute. Ja. Ich hab einen Adu. Mhm. Beschützt den Adu für euch. Hier ist noch eine da. Let's go! Reite dich auf die Bosswelle vor. Jetzt geht's los. Ach so, ich dachte, das. Okay. Jetzt müssen wir hier wieder durch. Mhm. Was sind denn diese grauen Kristalle? Welche meinst du? Ja, so hier diese rauchigen, runden Dinger. Mach mich stolz. Rauchige, runde Dinger? Was meinst du? Wo? Ja, hier liegen so Orbs oder sowas, keine Ahnung. So ach so, die kleinen Orbs. Dinger. Die kannst du aufsammeln, damit kriegst du Ulti. Also deine okay. Super schneller. Ah ja, okay. Das es gibt keinen Friendly Fire, ne? Ich frag nur Nee. Da passiert nichts. Ich frag nur für einen Freund. Ja, eventuell hätte ich es auch schon sonst gemerkt, weil ich gerne auch mal euch verwechsel mit Gegnern. Insofern. Ja, nee. Aber keine Sorge. Ihr werdet später passiert. Noch ein bisschen runterfliegen. So, ihr könnt auch immer von einem Boss könnt ihr hier so einen Banner aufnehmen. Dann habt ihr immer super voll, habt ihr eure Waffen voll. Und dann können wir da reingehen. Let's go. Er macht gleich alles weg. Alter, ich mag diesen Granatwerfer, der ist. Oh shit, ich muss hier. Müssen wir nur auf die Gegner ballern oder gibt es hier noch irgendein Sonderziel? Wir müssen nur auf die Gegner ballern. Es gibt noch ein Sonderziel, damit machst du ein bisschen mehr Damage am Boss. So wie ich hier das Ding hier einnehmen, wo ich gerade stehe. Und hier die Schilder von den Bällen da wegmachen. Mit Bravour daneben geschossen. Genau, und jetzt alles auf den Boss ballern, was ihr habt. Jetzt gibt's richtig Kasala hier. Pam, pam, pam. Alter, was geht jetzt da? Spawnt er da einfach so ein Ding? Oh! Warte, ich heb dich schnell auf. Dankeschön. Oh. Gerne. Okay, ich bin gleich tot. Oh nein. Ich muss irgendwo in Deckung gehen. Er ist fast tot. Boah, er fast ist tot. Granate! Oh Gott. Nein, ich komme. Alles gut. Sehr was schön. Was passiert? Wir haben den Boss gekillt. Ja, wir haben den Boss getötet. Gib mir Loot. Deine Siege sind mir viel stärker im Gedächtnis. Genau, und jetzt habt ihr hier vorne Lieder bei mir eine Lootkiste, die könnt ihr gerne aufmachen. Spannend. Mhm. Meinen Ausweichmove benutzt du nicht so gerne? Was? Wie? Ich habe einen Ausweichmove? Ja, den hast du. Boah, Chat, wo ist denn der Ausweichmove? Ich muss ganz kurz bei den Keyboard-Fans gucken. Nee, den benutze ich eigentlich gar nicht. Okay. Braucht man den? Ui, ja, den kannst du schon gerne mal benutzen. Wenn du mal so ein bisschen Lowlife bist, kannst du damit wegdodgen und kommst vielleicht sogar noch weg. Aber ich frage mich, was ist denn dieses mittlere Symbol? Ich weiß nicht, was du bei dir drin hast. Ich glaube, du hast ein... Lass mich dich mal ganz kurz checken. So, muss ich dir irgendwas zeigen? Was ist denn das? Spring mal in die Luft, gleite und drück X. Geht nicht? Nee.
Dann musst du den auswählen in deinen Fragmenten. Das heißt Icarus Dash. Icarus Dash. Oder, genau. Wenn du dann auf deine Ulti drauf gehst, dann hast du da deine Aspekte. Genau, bei den Aspekten. Und da musst du den Icarus Dash auswählen, wenn du den schon freigeschalten hast. Okay, so langsam checke ich's, aber ich müsste noch mal. Ich glaube, ich kann da noch mehr rausholen aus dem Bild. Oh ja, du kannst da sehr viel rausholen. Ich kann gerne auch mal auf Hunter gehen und dir zeigen. Genau, jetzt hast du da auch mal eine Waffe bekommen, das Scout-Gewehr. Jetzt muss ich nur ganz kurz, kannst du mal bei dir ganz kurz auf M noch mal drücken? Mhm. Und dann gehst du auf Quest. Oben in den Nebenzielorte-Karte, Quest. Genau. Und da steht jetzt. Beutezüge. Nee, das hast du alles abgeschlossen. Ihr müsst zu Shax, genau. Jetzt müssen wir einmal zum Shax, nochmal auf die Hall of Champions. Dann musst du noch einmal mit denen quatschen und dann machen wir das gleiche nochmal, aber mehr Wellen. Ich glaube, okay. Ich hab das nicht. Naja. Doch, du hast es schon freigeschalten. Hast du jetzt die letzten Tage schon mal Destiny gespielt? Ja, ein bisschen, ja. Hast du die 10 Wellen, wo wir gerade gemacht haben, schon gemacht, oder? Ja. Genau. Dann bist du schon so weit, wie Ede jetzt ist. Okay. Deswegen, das hat ihm nämlich noch gefehlt, weil er noch gar nicht gespielt hat. Nee, ich meine diesen Ausweich-Move. Ich glaube, ihr habt gerade von was anderem geredet, oder? Warte. Ich habe gerade von was anderem geredet. Sorry. Ausweich, ja. Wenn du jetzt oben in deiner Ulti mit Rechtsklick auf deine Dawnblade da gehst. Genau, da war ich gerade. Und da gehst du bei Aspekte. Hast du 3 Sachen zum Auswählen. Vielleicht hast du auch nur 2. Ich habe gerade 2. Also, warte mal, wenn ich jetzt nochmal da drauf klicke. Wir sind halt fähig in Aspekte. Bei dem roten. Und da gehst du bei Aspekte. Und dann hast du da unten in dem unteren Reiter. Icarus-Haken, das ist das. Genau, Icarus-Haken. Den kannst du nehmen und dann hast du einen Ausweichschritt in der Luft. Aber wechsle ich das jetzt aus? Also, ja, das kannst du auswechseln, genau. Das kannst du auswechseln mit dem... Warte mal, genau. Das Buch lässt du drin und nimmst den Icarus-Dash. Ja, anstatt flammende Berührung? Anstatt das Buch. Anstatt das Buch, okay. Genau. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen werde, ehrlich gesagt. Oh. Jetzt müsst ihr hier vorne, denke ich mal, nochmal mit dem Shax hier reden. Und dann können wir nochmal gleich reingehen. Also hier unten kann ich nichts beim Beutezüge machen. Die hast du nämlich alle schon abgeholt. Ah, okay. Genau. Gut. Genau, Ede muss sich nur, genau. Ja, das geht gar nicht. Moment, ich bin gleich bei, ich habe hier rumgespielt. So. Shax, was geht ab? Jede Übung mit dem Licht sollte dich etwas lehren. So, was nehme ich jetzt an? Zusätzliche Beutezüge? Das wurde für dich gemacht. Warte mal, ich mach mal ganz kurz hier dein... du musst da nichts mehr mitnehmen. Ach so, okay. Genau, jetzt hast du hier so gesagt, Step-by-Step-Anleitung abgeschlossen. Alle Schlachten sind nur Lektionen. Oh, hoffentlich ist das nicht dieser komische Bug, dass die Einblendung unten nicht weggeht. Das hatte ich schon mal. Hattet ihr das auch schon mal? Guck mal, Escape. Ja, das macht. Du musst manchmal die Sachen machen, die da stehen, und dann geht das erst weg. Genau. Interagiere mit der Wackertruhe in der Halle der Champions. Genau, das hier. Wo bist du denn? Hier, oben. Du bist runtergelaufen, oder? Achso. Dieses Ding da. Und dann musst du gleich Escape drücken und dann ist das weg. Genau. Das hatte ich auch gerade. Was habe ich denn da gekriegt?
hast einen Granatwerfer in den neuen bekommen gerade. Aber ist der besser als der, den ich hatte? Der ist im Moment noch nicht besser. Aber das ist gerade der beste Granatenwerfer, den es gibt. Wenn du ihn mit den richtigen Perks hast. Den, was du gerade bekommen hast. Was der Randtransit heißt er, genau. Und was muss ich da machen, dass er der beste wird? Du musst ihn in einem besseren Roll bekommen. Dafür ist der Modus da. Du farmst die Waffen und die haben verschiedene Perks drauf. Ah. Und musst so gesagt so lange farmen, bis du den hast mit den besten Perks. Also dieses adaptives Gehäuse auf alles gefasst, Adrenalin-Junkie, das sind die Perks, oder was? Kann nämlich anders sein, genau. Und was will ich da haben? Da willst du haben, warte mal, ich kann es dir sagen. Ja gut, Chat, wie heißt denn das auf Deutsch? Also, locken und wechseln, glaube ich, heißt davon einer. Und ich habe das Game auf Englisch. Ich hätte das davor auf Deutsch stellen müssen. Und das eine heißt Envious Assassin. Envious Assassin auf Deutsch. Ja, Eifersucht wahrscheinlich. Eifersucht oder was? Missgünstige Assassine. Dankeschön. Okay. Genau, wenn du die beiden Sachen hast, ist es super. Das heißt, du musst farmen, irgendwann bekommst du ihn und dann hast du ausgesorgt mit deiner Heavy-Waffe. Genau, wenn ihr ready seid, würde ich jetzt den 50-Wellen-Modus starten. Let's go. Ich probiere jetzt mal den Donnerlord. Donnerlord ist in dem Modus super, by the way. Also wirklich super. Aber der Granatenwerfer war auch krass. Leider geht nur eins von beiden. Aber sonst wäre vielleicht auch zu imbar. Ich bin generell ja schon imbar. Wenn ich jetzt auch noch eine Imbar-Waffe habe, das ist ja wirklich irgendwann unfair, auch den CPU-Gegnern gegenüber. Versteht ihr, ne? Um Gottes Willen, warte mal. Was ist? Ich hab den legendären Modus gestartet. warte mal kurz, das lassen wir mal noch kurz sein. Was denn? Ich hab keine Angst vor dem legendären Modus. Soll ich überkommen? Ich auch nicht, lass uns rein. Wollt ihr es probieren? Ich okay. Ja, klar, komm her, legendär. Okay, komm her, legendär, okay. Okay, also, ihr wollt es, wir machen es. Ich gebe uns 7 Runden, okay? Alter, jeder Modus, mit dem, den ich spiele, ist legendär. Mein Chat sagt gerade schon, wir brechen wie die Titanic. Ach komm. Das ist ja Quatsch. Ja, let's go. Warte mal. Ist das das, wo man nicht sterben darf? Oder es gibt doch auch so Parts, wo man... Also du darfst sterben, dann hast du einen Timer, bis du wiederbelebt werden kannst. Und dann hast du nochmal 13 oder 15 Sekunden, bis du dich selbst wiederbeleben kannst. Okay. Defensiv bleiben, Deckung nutzen. Alles klar. Du kannst dich nur auf deinen Trupp und deine Waffe verlassen. Ich brauche halt unbedingt eine neue Main-Waffe. Also vom Level her sollte es ja eigentlich auch passen. Also mein Chat gibt uns 5 Wellen, by the way. Okay, Chat, pass auf. Hat man mehr Vertrauen in uns? Was soll das denn hier, ey? Ganz ehrlich, ey. Oh, keine Spezialmunition. Okay. Ja, geil, ich will die gar nicht. Neue Waffe. Also ihr merkt schon, die halten schon ein bisschen mehr aus. Da ist der Adu. Da ist der Adu. Können wir hier auch wieder irgendwo Geschütztürme? Hier kann man was kaufen. Hier können wir alles kaufen, ja. Und im legendären Modus musst du das dann eigentlich ein bisschen smarter machen und halt ein bisschen warten, bis du alles auflevelst. Aber ich würde sagen, wir leveln einfach alles auf, was geht, damit wir hier so lange überleben wie möglich. Und wie kriegt man die Schrottstücke? Welche Schrottstücke? Mit dem man hier die... Genau, die kriegst du, indem du Wellen abschließt und Gegner tötest. Okay. Genau. Ich kann ja eine Menge nämlich kaufen. Oh, geht los. Das ist
Donner? Ganz andere Waffe gerechnet. Ja, das ist ein MG. Ein MG, ne? Genau. Oh, und schon keine Munition mehr. Was ist, wenn man den Adu repariert, obwohl er volle Energie hat in diesen Kugeln? Das macht nichts, da passiert gar nichts. Aber man kriegt auch keinen Bonus oder sowas. Nee, leider nicht. Leider nein. Oh, ich brenne. So, jetzt kommt mal gleich mit mir hier hinter. Mhm. Wir halten die jetzt schon von hier hinten ab, dass sie zu uns kommen. Ja. Könnt euch hier reinstellen, hier seid ihr geheilt bei mir. Genau. Eieiei. Eine rechte Maustaste gibt es ja auch noch mit dem Special. Mhm. Mit dem Ulti. Das kann ich ja, genau. Oh, der ist immun. Lad doch nach, Junge. Oh, ich bin tot. Eieieiei. Ja, alles gut, alles gut. Ich hab dich. Dein Licht ist Kann man die Waffen wechseln während einer Mission? Ja, die kannst du wechseln, nur hast du dann weniger Munition. Rosa, oh. Hier hinten. Mhm. Ah ja, das sind Demolitions. Alter, was geht? Ja. Tage, hier geht's ab. Alter, was ist denn das für ein Riese da in unserer Basis? Jesus. Die machen uns platt. Ich versuche gerade mein Bestes. Ich glaube, das wird nichts mehr, Freunde. Scheiße. Mit drei Wellen sogar. Plötzlich war... Mhm. Ah, volle Aduhain gibt 45 Schrottstücke, sonst nur 15. Boah, so ein Scheiß. Mhm. Jetzt wird ein Deckung hier sein. Also einen großen habe ich auch wegbekommen. Aber der Addo ist gleich kaputt, war gut. Schade. Und da hat er Bumm gemacht. Genau. Das ist der legendäre Modus. Mhm. Das ist echt wild. Da sind wir noch ein bisschen underleveled. Nee, ihr seid vom Level, seid ihr... Wir sind einfach nicht gut, Eddie. Ja, aber es kann trotzdem noch ein bisschen besseres Equipment geben. Ja, genau, daran liegt es. Es liegt am Equipment. Es sind immer die Schuhe... Der Tischtennisschläger, Belag oder das. Ich habe auch gerade viel rumprobiert mit den Waffen, also das war jetzt auch nicht so ganz. Ich mache auf jeden Fall wieder meinen Granatenwerfer. Wo war der denn? Jetzt habe ich den normalen Modus gestartet. Den schaffen wir aber jetzt. Mhm. Welches war der? Ja, jetzt, wo wir so einen harten Modus hatten und dann wieder runter auf einen leichteren, ist ja easy. Dann ist es easy, ja. Macht das einen krassen Unterschied, ob man jetzt 1800 oder 1810 hat? Ja, wenn du stärkere Gegner hast, dann ja. Aber sonst macht es nicht viel Unterschied. Es gibt halt jede Sache, die du in Destiny machen kannst, PvE-technisch, kannst du halt immer auf einem Power-Level machen. Das heißt jetzt hier entweder auf, keine Ahnung, 1740, 1850 und so weiter. Und das ist halt dann immer die Schwierigkeit. Das wird halt dann immer angepasst. An sich kommt es halt immer darauf an, welchen Modus du spielst. Moment, das war doch gar nicht der Granatenwerfer, den ich wollte. Welches war denn der Granatenwerfer, Leute, den ich vorhin benutzt habe? Verdammung? Nee. Was ist das? Nee. Hä? Ja.
Ich verstehe nicht mehr, welche Waffe ich vorhin benutzt habe. Diesen geilen Granatenwerfer. Warte mal, lass mich mal schnell gucken bei dir. Drück mal Inventar. Ganz links. Genau, der da ist es. Verdammung. Den hast du vorhin gerade gespielt. Ja, genau. Okay, alles klar. Genau. Ah, keine Muni, okay. Achso, ja, jetzt pass auf. Wenn du in der Luft schwebst und X drückst, dann müsstest du den Erdash schaffen können, Haselnuss. Genau. Oh Gott, ich werde es nie tun. Ich habe das Gefühl, Pfeil und Bogen ist vielleicht auch ein bisschen falsch. Pfeil und Bogen ist hier in dem Modus, ist der wirklich super. Ja? Ja. Pfeil und Bogen ist hier wirklich super. Den schießt du dann in so eine Erdwelle rein. Die bleiben alle gebunden, können sich nicht weiter nach vorne bewegen. Und das ist wirklich super, super stark hier. Genauso wie beim Warlock jetzt. Der Well. Ich häng fest. Alles gut. Wir heben dich wieder auf. Ich bin tot. Wo liegst denn du? Da kann ich dich, glaube ich, sogar nicht mal aufheben. Okay. Den Bogen haben wir nicht so ganz gerafft. Warte mal, Ede, du hast nicht die Ulti den Bogen gemeint, oder? Du hast jetzt einen Pfeil und Bogen als Waffe drin. Ja, genau. Oh. Achso, du meintest die Ulti. Die Ulti, genau, Pfeil und Bogen. Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, was du meinst mit, der bindet die alle und so. Und ich ja, ja, genau, ich meinte die Ulti, es tut mir so leid, oh mein Gott. Aber der macht schon guten Schaden. Also der ist Schaden macht er auf jeden Fall. Er ist nur sehr langsam in der Feuerrate. Aber das ist schon leichter, oder? Das kriegen wir, denke ich, mal hin. Genau, dann gibt es hier noch so Sachen, das sind Champions, so wie dieser Ogre hier gerade. Die musst du immer versuchen zu stunnen und da musst du immer eine bestimmte Waffenart benutzen oder hier eine bestimmte Auflevelung aus dem Artefakt, was du hier hast. Und dann kannst du die erst killen. Unbedingt mehr Muni für meinen geilen Granatenwerfer. Sollten wir aber auch gleich bekommen. Schafft ihr es da unten? Ja. Easy. Ah, das war schlecht gezündet. Gerade als die Welle vorbei war. Hast du genau einen Gegner, den kannst du killen. Lol. Let's go! Jetzt können wir hier wieder diese Upgrades kaufen. Teilen wir uns die Schrottstücke oder hat jeder die? Die hat jeder. Jeder kriegt die gleiche Anzahl dafür. Also das heißt, wenn wir am Ende alle drei, wenn jemand von uns 20.000 hat, haben alle drei 20.000. Ah, okay. Genau. Auch unbedingt lila Munition. Oh, kommt jetzt mal bitte zu mir und seid ihr gleich. Bye bye. Genau, ja. Jetzt müssen wir hier erst die Dinger da oben töten. Und dann die Ads. Also wenn ich das Ding hier stelle, diesen Well, da könnt ihr euch immer reinstellen, da kann euch nichts passieren. Da seid ihr super safe. Äh.
Es hat noch jemand geschrieben, wenn so gelbe Punkte über den Kopf haben, dann kann man den Finisher einsetzen. Wie kann ich einen Finisher einsetzen? Okay, jetzt pass auf, das muss ich fragen, weil ich spiele Controller. Chat, weiß jemand, wie man Finisher auf PC macht? Welcher Knopf das ist auf Standard? Ach, das ist super. Die F ist super bei mir. Nee, F ist super. Moment, ich... G, okay, es schreibt noch jemand G. Okay. Ich hab diesen gelben Punkt, weil es auch gerade gar nicht wahrgenommen. Muss ich vielleicht nochmal gucken. Ja, warte, das können wir gleich mal hier ausprobieren. Schau mal, warte. Lassen da jetzt mal einen am Leben. Da solltest du eventuell nicht reingehen. Lass jetzt einen mal durchlaufen. Und zu dem gehst du jetzt hin hier. Und drückst G. Genau, das ist... Genau, das ist ein Finisher. Aber wo war der davor schon? Der ist über dem Ad, warte mal. Oh, ich werde sterben. Ich weiß nicht, siehst du es jetzt vielleicht bei ihm hier, bei mir? Guck mal, okay. Hier hat einer einen gelben Punkt drüber, siehst du? Vor mir? Hör mal gleich nochmal. Also so gesagt, um es einfach zu erklären, dass es, wenn ein Gegner weniger Leben hat und das hier ist ein Portal, gehen wir da rein. Genau, da müssen wir rein. Genau. Und der jetzt nicht gerade ein Boss ist, dann kannst du den immer finishen. Mhm. Eine ganz witzige Animation, da kannst du dir Sachen auswählen in deinem Menü. Schaut immer ganz lustig aus. Mhm. Ja, das sah echt ganz gut aus. Das ist ja ganz lustig. Oder bei denen lasse ich. Ich lasse den bei mir kurz am Leben stehen. Okay. Oh Gott. Der ist in die Luft gegangen, tut mir leid. Nein! Ich wollte auf die Säule springen. Alles gut, ich hole dich, oder? Ich kann es auch immer deine Teammates immer aufheben. Oh, ja gut. Ja, man ist aber auch relativ schnell wieder da, so deutlich. Ja, bei dem Modus dauert es glaube ich 5 Sekunden, oder? Mhm. Nicht so leicht da. Ah, bei dem kann ich es dir zeigen. So? Und dann schießen wir jetzt mal low life. Er spawnt gerade noch was hinter mir. Er spawnt noch was. Ich versuche drauf zu achten. Genau, jetzt. Jetzt müsst ihr einen gelben Punkt über sein Leben. Ah, so ein Lied. Genau. So, mit so ein ganz kleiner Schein, ne? Genau. So was nehme ich nicht wahr. Ich habe da ganz tolle Probleme mit. Ja, Ede denkt sich auch nur, ballern. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Schau mal, oh, okay. Willst du den Ball wieder reindanken? Yes. Hast du das? Klar. Okay, musst du ihn aufheben? Okay. Oh. Kommt die große Frage, warum habt ihr damals Destiny nicht weitergespielt? Ich weiß nicht mehr. Gute Frage. Ich habe das mit einer Gruppe an Leuten gespielt. Die haben dann fast nur noch Schmelztiegel gespielt. Ah, okay, ja, und irgendwie habe ich dann, keine Ahnung, oft ist es ja dann einfach so, es kommt ein anderes Spiel und ja, also so irgendwie, es gab eigentlich keinen besonderen. Ja, also es war bei mir Anlass. Jetzt auch nicht so, boah, das ist voll das scheiß Spiel oder so, sondern es war einfach irgendwie okay. Zeit und so. Aber jedes Mal, wenn ich es wieder spiele, macht es mir wieder Bock. Also ja, es ich ist mag das auch voll gerne. Ja, das Ding ist halt, in einem Monat kommt halt einer der größten Erweiterungen raus, die Destiny jemals gesehen habe und wahrscheinlich auch die letzte große, wie ich das mitbekommen habe. Das ist ja hier Final Shape. Es ist schon wieder ein Grund, das Game anzufangen, beziehungsweise mit der Story dann zu Ende zu bringen. Ja. Was erwartet einen denn da? Erzähl doch mal was zu dem... DLC. Also, um jetzt versuchen nicht zu spoilern, ist, wir kämpfen in der letzten Mission gegen den größten Feind, den wir jemals in Destiny gesehen haben. So. Mhm. Und wir bringen die Schlacht so gesagt mit The Final Shape zu Ende. Oh, das ist schon cool. Das heißt, weil Destiny, die Destiny-Saga geht ja jetzt mittlerweile, wann kam das Game raus? 2016? 2017, oder? Genau, 2017. Genau, 2017 bis heute. Und so gesagt geht diese Saga, diese Licht- und Dunkel-Saga, die jetzt seit 8 Jahren gehalten wird, 7, 8 Jahren, geht jetzt irgendwann mal zu Ende. Und das ist halt wirklich die
letzte Season von dieser Saga. Ist wirklich, wirklich spannend, wenn man sich mit der Story bzw. mit der Lore von dem Game auskennt. Ja. Ich bin da nicht so ein Profi, bin ich ehrlich. Aber das, was ich weiß, ist wirklich ultra interessant. Ja, boah, ist aber auch echt cool gemacht. Also in dem Game gibt's Lore, kannst 20 Bücher davon schreiben, wenn nicht sogar noch mehr. Voll. Das ist echt cool. Aber ist auch das ist halt ja auch typisch Bungie, das war ja auch bei Halo im Prinzip auch schon so. Mhm. Ach ja, genau, passt mal auf, bevor wir jetzt hier alle, oh Gott, alle Gegner töten. Schau mal, ihr seht doch hier in der Mitte dieses kleine Ding, dieses graue. Schießt es mal ab. Achso, abschießen. Mhm. Oh, genau, jetzt ist hier bei mir noch eins. Aha. Das auch abschießen. Und hier hinten ist auch noch mal eins. So, genau, und jetzt hast du... Wir haben hier übrigens einen Bösen in der Basis. Ja, warte, ich komme. Und jetzt hast du eine Heavy-Kiste freigeschaltet. Ah. Achso, ja, das ist ein... Das ist ein... Genau, das sind die, die musst du immer mit speziellen Waffenklassen töten, sonst funktioniert das nicht so ganz. Oh, eine Heavy. Und hier kannst du dir jetzt Heavy holen. Dann kannst du deinen Granatwerfer komplett voll, voll machen. Genau. Die verschwindet wieder, die Kiste, ne? Yes. Schießt das Automatikgewehr mal auf automatisch? Mir wurde gerade gesagt, für den Vergleich für dich, also Destiny 2 hat mehr Lore als Dark Souls. Okay. Welches Dark Souls? Alle Dark Souls zusammen? Alle Dark Souls zusammen, gehe ich mal stark davon aus. Boah, das ist so krass, ey. Marzilon C hat okay. Jetzt könnt ihr eure Ulti machen und hier die großen versuchen kaputt zu machen, wenn ihr sie ready habt. Aber Ede hat sie bestimmt, oder? Die gerade Aber mein Granatenwerfer macht schon kurze Prozess. Okay, Ulti! Let's go! Boah, was? Oh, ich bin tot! Was? Wie konnte das passieren? Ich hatte doch Ulti! Ich hab jetzt mal hier die großen Getöte. So. Ich hab euch doch. Sehr gut. So, jetzt haben wir unseren ersten Boss von 50. Von 5. So, wenn wir jetzt kurz vor dem Boss sind, ihr könnt den ADU heilen, dafür kriegen wir noch diesen Shot. Und sonst despawnt der ADU und wenn wir aus der Bosswelle rauskommen, spawnt er wieder mit vollem Leben neu. Das heißt, ihr müsst da durchs Portal gehen. Warte, ich komme. Mhm. Hui! Jetzt? Jetzt müssen wir einen Boss machen. Ich liebe diesen Granatwerfer. Aber dafür ist meine die Standardwaffe nicht so geil. Wobei die prallt hier ab von den Wänden oder was? Ja, das sind Prallgeschosse. Das ist miese. Das ist, was ich vorhin meinte, das ist so ein Perk auf deiner Waffe. Genau, jetzt nehmt ihr hier den Banner auf, dann habt ihr wieder voll Munition, voll Ulti. Mhm. Und dann machen wir hier die Tür auf und kommen wieder in den Bossraum. So, jetzt machen wir das aber so. Ihr stellt euch jetzt mal zu mir hier. Ja. Ich stelle meinen Welder, kann euch nichts passieren und dann ballert ihr alles, was ihr habt, da vorne auf dieses große Ding drauf. Okay. Okay? Dann 3, 2, 1, go. Genau. Alles drauf, was geht. Schauen wir mal, wie schnell wir ihn kaputt bekommen. Geronimo! Let's go. Das war der erste Boss. Okay. Und jetzt könnt ihr euch Loot abholen. Und genau, und der Unterschied ist halt jetzt, wir machen den normalen Modus, das spawnt eine Kiste am Ende. Und hätten wir jetzt vorhin zum Beispiel legendär auf 10 geschafft, würden zwei Kisten spawnen. Kate wäre stolz auf dich gewesen, wenn er gesehen hätte, dass du hier durchgerannt bist, als sei es ein... Hohoho, ja, sammel. Ich höre dich, Boys. Ich liebe das einfach. Kisten öffnen, das ist so toll. Ja, ist so. Ich bin, was Spiele angeht, bin ich wirklich einfach gestrickt. Gib mir einen Boss und danach eine bessere Waffe als davor. Ja. Und
Was halt wirklich cool ist, was sie halt cool gemacht haben, ist, die haben ja mit dem Modus, den wir gerade spielen, haben sie ja ältere Waffen, wie ich vorhin gesagt habe, hier mit neuen Perks zurückgeholt. Und das Ding ist, diesen Roll, den man bekommt, also diese Perks, die man drauf bekommt, um das zu bekommen, was man will, muss man halt farmen. Und dann irgendwann kriegst du die Waffe mit den Perks, die du haben möchtest. Das ist so erleichtert. Da fühlt man sich wirklich wie so ein kleines Kind und denkt sich so, ja, endlich! Aber das ist das Geile doch an so einem Loot-Shooter, dass man so, ja, dass man so ein Ziel vor Augen hat, auf das man hinarbeitet, sage ich mal. Wenn man es dann kriegt, genau, dann hat man natürlich schnell ein neues Ziel. Aber es ist so befriedigend. Hier wird halt einfach nicht alles so hinterhergeworfen. Ich liebe sondern das du, so musst, du musst es Sachen wirklich eher spielen. Ja, das und das ist ja wirklich auch schwer in so einem, sagen wir mal, open, riesengroßen Open-Shooter, ist es halt auch schwer umzusetzen. Ich mache euch hier wieder den Well, da könnt ihr euch reinstellen. Ach, machen wir schon wieder die nächste Welle oder was machen wir? Ja, jetzt geht's weiter. Achso. Das geht von alleine weiter. Nonstop, bum bum. Was hat mich erwischt? Alles gut, ich heb dich auf. Dankeschön. Ja, gerne. Ich stehe natürlich auch auf dem Präsentierteller. Aber es ist geil, von hier oben mit dem Granatenwerfer so runterzuballern. Yeah. Das macht halt voll Bock. Oh, ich habe eine Rotmund-Phantommaske gefunden. Okay. Genau, und bei Rüstung ist es halt, das, was ich dir vorhin hier gesagt habe mit den Stats, ist bei Rüstung halt, hier kannst du pushen auf gute Belastbarkeit, guten Intellekt, da kommt es halt immer drauf an, wie viel du überlebst, wie schnell du deine Super voll bekommst und so. Das ist wirklich super. Mhm. Und da kannst du halt dann auch immer in bestimmten Orten oder bestimmten Missionen deine Rüstung zusammenfarmen. Schon wieder tot. Oh. Wo denn? Ich heb dich wieder auf. Sack da hinten. Das ist mal meine Standardwaffe, scheiße. Ich brauche eine stärkere Standardwaffe. Und ich vermisse Kaltherz. Kannst gerne deine Kaltherz spielen. Ja, mach ich auch gleich wieder. Der Bogen ist nicht schlecht, der macht guten Damage, aber der ist zu langsam in der Feuerrate. Dafür gibt's halt zu viele Gegner hier, ne? Ja. So, das pass auf, jetzt kommen hier die Demolitionists. Ihr müsst euch hier zu mir reinstellen und dann müssen wir der Hexe aus diesem Kreis hier raus das Schild runterschießen. Und das bei allen dreien. Hilfe! Komme! Ich bin tot. Die sind alle bei unserem Adu. Ja. Ich war gerade im Menü. Alles gut. Mich hat's zerlegt. Oh oh. Komm, oh oh. Oh oh. Mich hat's auch zerlegt. Oh oh. Oh oh. Das Adu ist kaputt gegangen. Ich bin wieder da. Nein, ehrlich, so schnell? Ja, das können wir es wieder reparieren? Nein. Oh no. Und jetzt? Das war's? Und jetzt haben wir, genau, das war's. Oha, krass. Wie, das war's? Das war's. Jetzt müssen wir da neu reinfliegen. Okay. Jetzt müssen wir alles von neu machen. Krass. Ich war mir nicht bewusst der Tragweite dieser Niederlage. Ja. wie viele Phasen hatten wir jetzt geschafft? Jetzt hatten wir die 12. oder die 13. 12. Von 50. Von 50? 50. Okay. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der legendäre Modus geht auch bis 50. Ist noch, ist ja noch viel schwerer. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn du auf Welle 49 verlierst. Ja. Das ist richtig, richtig, richtig schmerzhaft. Da würde ich meine Familie verlassen, glaube ich. Wäre es nicht besser, bei dem Ding in der Mitte dann und die abzuwehren? Irgendwie
Oder jetzt das Ding ist, wenn sie zu nah kommen, dann kannst du halt leider nichts mehr machen, gell? Okay, ja. Genau. Das heißt, wir müssen einfach nur schnell sein. Mhm. Oh, wir probieren das gerne jetzt nochmal. Aber wir sind ja bis 10 seid ihr da, ne? Ja. Mhm. Das heißt, wir probieren das jetzt nochmal und danach zeige ich euch nochmal schnell die Mission, weil ich glaube, da werde ich euch noch zu Weißglut bringen damit. Ich werde ja jetzt hier kurz die Waffen optimieren und dann ist das ja ein Piece of Cake. Dann machst du es easy, sagst du? Ja, easy. Wenn ich jetzt hier diesen Bogen tausche ich wieder aus gegen eine gescheite. Ich brauche nur eine gescheite Standardwaffe. Was ist denn hier diese Mitternacht ohne Namen? Ist das gut? Warte mal, tut die mal rein. Midnight Without Name. Oh, was ist jetzt? Du kannst dich nur auf deinen Trupp und ich muss jetzt mal hier ein bisschen rumexperimentieren. Was macht die denn? Okay, so eine Einzelschuss. Die sind fast immer Einzelschuss, habe ich das Gefühl. Was ist hier mit? Das sind 100 Zeilen. Oh, Gott. Die Mitternacht ohne Namen ist 1600. Die solltest du nicht spielen. Ne, die kann ich aber upgraden. Die kannst du upgraden, genau. Ich muss erstmal nur eine finden, die sich komfortabel spielt. Oh, jetzt kommt was hier eins. Philippis B. Eine Exo solltest du nehmen. Was heißt Exo? Eine exotische Waffe. Das sind die gelben. Ja, die nehme ich jetzt hier wieder rein. Ich nehme hier auf jeden Fall wieder Kaltherz rein. So. Hier bleibe ich bei dem Granatwerfer. Es geht mir nur um die Kinetikwaffe. Da habe ich einfach keine gute. Also im Moment sind die stärksten Kinetikwaffen, die man im PvE spielen kann, sind Handcannons, also Handfeuerwaffen. Mhm. Dann kannst du dir noch einen Granatwerfer farmen. Den kannst du dir sogar hier in Onslaught farmen, also einen Spezialgranatwerfer. Und im schweren Slot kannst du dann spielen, was du willst. Haselnuss und ich machen das schon. Was? Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon, solange er das macht. Ich bin gleich bei euch, Leute. Und dann wird's richtig einfach. Okay, ihr meint das Ding hier ist gut? Okay, Chat sagt, die Waffe hier ist gut. Ah, ich habe gar keine Munition für die Waffen. Sehr gut. Pass auf. Chat hat dir aber gerade auch gesagt, du sollst zwei Spezialwaffen nehmen. Das siehst du immer in diesem kleinen Munitionsding neben dem Power-Level auf deiner Waffe. Da muss bei einer Primär oder Kinetik stehen, damit du für die immer Munition hast. Hast immer Spezialwaffen und Kinetikwaffen. Ja. Genau. Aber ich habe keine mehr mit unendlicher Munition gerade, sehe ich. Hast du keine mehr? Nee. Warte mal ganz kurz. Soll ich nochmal rausgehen und wir gucken nach? Ich habe eine Legendärwaffe, exotisch. Legendär. Diese Racknägel. Ist das vielleicht, weil ich in der Mission gewechselt habe? Geh mal auf Inventar. Ich habe jetzt gerade deine Übertragung offen. Genau, und da kannst du, geh mal links auf die Waffen. Spezial, schwer habe ich. Genau, und da beim ersten, wo die Ranghill drin ist, nimmst du zum Beispiel die Uneinigkeit. Wo ist denn Uneinigkeit? Die erste direkt neben deiner Waffe, genau. Die da, das ist eine normale Waffe, mit der hast du immer Munition. So, das ist aber... Die hier ist das. Genau. Ja. Aber die ist auch wieder schlecht. Genau, deswegen fahr mal den Modus. Irgendwann die Top-Waffen bekommst. Kannst aber gerne auch mal gucken in deinem Menü, wenn du auf mit mit dem Pfeiltasten an die Seite, ne, mit A gehst du auf deine Kollektion und da kannst du dann auch gucken, was du noch für exotische Waffen schon vorher freigeschalten hast. Wo ist das? Warte. Ich versuche nur gerade hier ein bisschen zu helfen. So. Genau, jetzt gehst du nochmal auf dein Inventar. Moment, lass uns das den Dicken hier wegmachen. Okay. Jetzt hat er ein Schild.
Jetzt ist er weg. Inventar und dann. Oh oh! Okay. Es geht gleich weiter ohne Pause. So. Und das ist mitunter der stärkste Boss in dem Modus, den wir jetzt gerade bekommen haben. Das ist der Quäler auf Deutsch. Danach, aber nach dem Fehler haben wir glaube ich ganz kurz unsere Ruhe. Oder bei Welle 5, da können wir dann so lange rumbasteln, wie wir wollen. Und dann geht es auch nicht von alleine weiter. Müssen wir ganz kurz ein bisschen hier. Pass auf, ihr müsst jetzt. Wurdest du ausgesaugt? Ich wusste nicht, dass der greift. Wow. Er kann alles. Krass. Auf den müssen wir jetzt hier weg von dem Addo locken, ein bisschen anschießen. Er kann dir auch deine Ulti wegnehmen. Der hat dir einfach die Ulti beendet. Ja, genau. Ich hab auch gerade meine Ulti gemacht und dann hat er mich genau, das ist der natürlich kann bei einem Nahkampf-Ulti nicht so geil. Nee. Und sein Crit-Punkt ist so gesagt in seinem Bauch. Mhm. Aber ja, der Google geht schon, rund. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie das dann ist auf Legendär auf einer ganz hohen Stufe. Oh, ich habe mich selbst getötet. Oh. Alles gut. Bin schon wieder da. Aber den schafft man sogar. Schau. Mhm. Nein, ich bin in den Abgrund abgerollt. Jetzt habe ich mal den Ausweichmove gemacht und dann mache ich ihn in den Abgrund rein. Nice. Stark. So, jetzt müssen wir noch eine Welle machen und dann können wir hier ganz kurz alles angucken. Oder eine müsste das sein. Ist halt dieses Pyramidenschiff offen ist, da haben wir dann Zeit. Das war der Finisher. Ah, oh, der Finisher. Mhm. Oh, ne? Finisher! Ich muss das öfter machen, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Hier, wir müssen diese Dinger auf den schießen. Klappt. Oh nein. Vielleicht kann man den Landeplatz irgendwie kaputt machen, dass nicht mehr so viele Wellen kommen. Wie bitte? Was sagst du? Na, wenn wir den Landeplatz von den Feindraumschiffen zerstören, dann können die nicht mehr kommen und spawnen. Hier ist wieder eine Kiste. Dann spawnen sie auf eine andere Seite. Genau, die kannst du nehmen, wenn du schwere Munition brauchst. Mhm. Aber da muss Eddie auch schnell hin, weil dann kriegt er seine Edel. Sorry. Komm. Weil das ist dann immer Zeit, time-gated, bis sie despawnen. Wieder so ein verballerter Ritter oder so, Barriere-Ritter. Genau, der Barriere-Ritter. Lass mal einmal seine Beine. Okay. Oh, weg ist er. So. Noch den einen. Was machen eigentlich die Typen? Jetzt warte kurz, bevor du ins Portal gehst. Jetzt kannst du gucken, was du für Waffen hast. Und zwar zeige ich dir das jetzt mal ganz kurz. Du kannst dir nämlich bei den exotischen Waffen, was dein Chat meint, wenn du jetzt, ich glaube A ist es bei dir, dann kommst du in deine Menüsammlungen. Oder du kannst es auch oben anklicken. Mhm. Genau, und da gehst du auf exotische.
Und da siehst du die exotischen Waffen, die du freigeschalten hast. Das sieht bei dir jetzt sehr mager aus, aber du müsstest 11 Stück haben. Geh mal bei Energie hin, ob du da was freigeschalten hast. Ah, schau, du hast eine Risikoreich, die kannst du gerne mal spielen, die ist ganz cool. Die kann ich jetzt immer wieder nehmen, wenn ich sie einmal... Die kannst du immer wieder nehmen, nur das Einzige ist die 1600, du musst was anderes in die Waffe infundieren. Die Graviton-Lanze, die da drin ist, ist auch ultra, ultra stark in dem Modus. Muss halt nur treffen, ne? Ja. Aber ich mag ja eigentlich die Kaltherz. Kannst du auch gerne die Kaltherz spielen. Aber... Spiel, was dir gefällt. Okay. Das ist nur, und da kannst du dir halt aus jedem Slot kannst du dir dann immer deine exotischen Waffen, die du schon mal in dem Game bekommen hast, kannst du wiederholen. Das ist ja ganz cool. Das finde ich ja nice. Und was ist mit, aber kinetisch? Ich habe noch keine einzige exotische kinetische Waffe. Geh meine Seite weiter. Ah, doch, du hast nur den Bogen. Genau. Ja, gut. Die müssen wir dir dann noch freischalten. Ja. Waffenornamente. An die Arbeit. Okay. Ja, aber gut zu wissen, dass man hier einfach immer auf die zurückgreifen kann. Ja, gerade, warte mal. Genau, das stimmt eigentlich. Du kannst auch gerne einfach dir mal so eine Risikoreich oder eine Graviton-Lanze ziehen. Der Modus ist eh 1600, den wir gerade spielen. Da musst du das auch nicht infundieren, da musst du nichts dafür kaputt machen. Dann kannst du dich jetzt einfach austoben, so wie du möchtest. Einfach zum Testen. Genau. Risikoreich ist halt eine Maschinenpistole, macht super Spaß. Ja, ist halt echt nur schade, dass da, weil die einzige Waffe, das ersetzt halt die einzige Waffe, die mir eh schon Spaß macht. Ja. Ich hätte gerne eine geile Kinetic-Waffe. Das kriegen wir bestimmt noch. Die kriegen wir bestimmt noch. Oh, die hat aber auch ordentlich Wumms. Genau, das ist die Waffe, die hast du aus dem Modus hier bekommen. Ah, und die hat auch unendlich Munition tatsächlich. Mhm, genau. Jede Kinetikwaffe hat unendlich Munition. Nur bei den Spezialdingern wird es immer kritisch. Gipfel wäre seine Lieblingswaffe. Muss man ihm dann farmen. Wir haben ja noch einen Stream. Okay, let's irgendwann. Go. Ja. Wir haben noch zwei Streams. Wir haben noch zwei Streams, aber der dritte Stream, das habe ich vorhin auch schon zu meinem Chat gesagt. Der dritte Stream, das wird schrecklich. Das wird schrecklich? Sag geil. Das wird richtig geil. Ich sag, das wird schrecklich lustig. Schrecklich lustig, ja. Schrecklich lustig. Also, wirklich. Also, wir werden, glaube ich, ja. Wir werden ganz oft von der Map fliegen. Weil wir sollen ja Pantheon machen. Ja. Mit noch ein paar Leuten zusammen, die halt auch noch nicht so viel Destiny gespielt haben. Mhm. Ich sag euch, das wird richtig, richtig witzig. Bin gespannt, ob wir es in den 5 Stunden schaffen. Mhm. Ich denke schon, wir sind die Besten. Das ist die Einstellung. Die Besten! Aber das wird wirklich, wirklich super witzig. Oh. Ja, Miezekatze, du bist gerade auf dem Desk hier. Okay, leg dich bitte hin. So, willst du? Ja, wie ihr wollt. Willst du Hasel mal? Ich kann auch mal. Ja. Aber es ist sehr sympathisch, dass einer von euch Hunter ist, also und einer von euch Warlock. Mhm. Das ist sehr sympathisch. Ja? Ich habe meine ersten zwei Charakter in dem Game. Oh. Was bin ich denn? Hunter bin ich, ne? Du bist Hunter, genau. Du bist ein Jäger. Bin ich rein? Okay. So, wenn ihr ready seid und euch ready fühlt, können wir die nächsten 5 Stufen machen. Mhm. Oder vielleicht doch nochmal hier auf die Gravitonnen gehen. Die auf 1800 machen. Gibt es eine Strategie, was man zuerst aufleveln sollte? Von diesen
von den Auflevel-Dingern. Also am besten ist immer, wenn du hier einen diesen Decoy machst, diese Hubbild, und danach nimmst du die Geschütze immer. Mhm. Und nach den Geschützen nimmst du die Minen, die du hast. Okay. Also den Stolperdraht. Ja. Genau. Wir machen das halt immer so, wenn wir halt bis Stufe 50 spielen auf Legendär, warten wir sogar bis Stufe 40, machen kein Upgrade und dann upgraden wir alles so hoch, wie es geht, für die letzten 10 Stufen. Okay. Und du kannst dann immer überlegen, wie du es dann am besten machst. Oder du upgradest alles ein bisschen, dann hast du überall ein bisschen Schutz. Aber okay. hier können wir einfach ausgeben. Die ist ganz geil, die Waffe. Welche spielst du gerade? Graviton irgendwas. Oh, die Graviton ist krass. Wenn du damit dann die kleinen Gegner tötest und dann macht's einfach Bumm mit denen. Mhm. Also schön über Distanz, sehr präzise. Mhm. Kommt halt immer darauf an, was du für eine Waffengattung spielst. Gibt ja auch hier Handfeuerwaffe, Scout-Gewehre, Granat, Impulsgewehre. Und jede Waffe kannst du wirklich so wie sie sein sollte, auf der Range und so spielen, also auf der Entfernung. Entschuldigung, dass ich immer die englischen Begriffe nehme. Ich heb dich mal auf. Oh, mein bester Freund war. Wieso? Immer wenn ich mein Ulti benutze, sterbe ich. Du bist aber gerade auch in Sprenger rein. Ah. Alter, wer hat denn da so viel Damage bei dem Dicken gemacht? Oh, ja. Hi. Was, wie hast du das gemacht? Mit dem Raketenwerfer. Ah, ja. Keine Gnade genau. Gezeigt. Für eine Sekunde dachte ich, wow, ich bin echt ganz schön gut. Und dann habe ich aber festgestellt, nee, das ist nicht meine Waffe. Ich war das nicht, das warst du. Ja. Habt ihr irgendwelche Hauptgames, die ihr spielt? Eigentlich. Boah. Elden Ring. Elden Ring? Oder generell so. Okay. Aber ich habe kein Main Game, wo ich sage, das ist das Einzige, was ich spiele. Aber ich spiele gerne so Souls-likes und Rollenspiele generell. Souls-like habe ich mich noch nicht reingeschaut. Ich glaube, dann würde ich einfach mal so ganz bequem im Stream vom Stuhl springen. Es ist eigentlich gar nicht. Der Ruf ist schlimmer eigentlich, als man. Ich glaube, es ist einfach nur, dass man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass einfach Sterben einfach Teil des Gameplays ist, was halt sehr ungewohnt ist, weil man normalerweise mit, wenn ich sterbe, verbindet man immer, ich habe irgendwas falsch gemacht. Also hat man natürlich auch, aber. Das Spiel ist halt, die Spiele sind in der Regel so gemacht, dass es halt eine Lernkurve gibt und die kannst du halt nur, also du musst halt sterben, um zu lernen, sozusagen. Ja, klar, so ja wie klar. Wie bei Roguelikes halt auch. Mhm. Aber nö, ich mag eigentlich alles. Also Multiplayer-Shooter mag ich schon auch sehr, sehr gerne. Mhm. Und ich finde gerade das bei Destiny, ich komme ja ganz früh, habe ich ja sehr viel Quake und so gespielt, auch so E-Sports technisch. Okay. Und ich finde, Destiny kommt dem irgendwie sehr nah, weil es teilweise sehr schnell ist, du musst viel Waffen wechseln, also taktisch, je nach Situation, auf lange Distanz, die auf kurze Distanz, es geht alles sehr schnell und das gefällt mir eigentlich außerordentlich gut, deshalb mag ich Destiny auch. Und das Gameplay ist halt schön präzise. Ja, was die letzten Jahre halt auch wirklich viel dazugekommen ist, sind Abilities. Im PvP manchmal ein bisschen anstrengend, aber du kannst da halt so viele Variationen machen, von wegen Skills, was du gerade besser spielen möchtest. Mhm. Das haben sie halt wirklich, wirklich super gemacht. Ist ja gerade jetzt auch hier Lightfall, ist ja auch nochmal was dazugekommen, das nennt sich Strand, die grüne Ulti. Mhm. Ich glaube, das habt ihr, glaube ich, noch gar nicht freigeschalten. Damit kannst du hier durch die Städte grappeln, so gefühlt, also mit so einer Liane dich rumschwingen, hast eine super, super coole Ulti. Alle. Okay, dann machen wir aber auf jeden Fall die Mission, was ich vorhin meinte, machen wir dann im nächsten Spiel, weil wir werden dann mindestens eine Stunde drin hängen, auch wenn die Mission einen 20-Sekunden-Timer hat. Mhm. Einen 20-Minuten-Timer, warum? Ja. Ich verstecke mich dann schon mal vor Haselnuss mit einem Mülltonnendeckel, damit sie nicht auf dich einhaut. Nach dem Jump and Run, genau. Das ist klar.
Ich finde dich. Oh, was hat mich denn schon... Immer wenn ich mein Ulti mache, kriege ich aufs Maul. Dabei habe ich ganz schön gut was weggeledert hier. Mhm. Ach, du hast dich selber geholt. Stehe ich in der Mitte von den Gegnern. Aha. Oh, sehr cool. Jeder down. Easy peasy lemon squeezy. Wenn du hier verlierst, sage ich dir, was du falsch gemacht hast. Oh, jetzt kommt eine Tormentor-Phase. Jetzt geht's ab. Jetzt kommen nur noch diese Dicken mit den Schultern und Schlappprügeln auf uns einführt. 49 Sekunden. 49 Sekunden, okay. Ja. Wir müssen versuchen, so viele wie möglich von denen zu töten. Mhm. Die verlieren nicht wirklich viel Energie. Warum sind die immun? Ich habe jetzt gerade meine Ulti gemacht. Warum sind die immun? Weil die einen Crit-Spot haben. Was haben die? Den Crit-Spot, also du kannst sie so gesagt nur töten, indem du sie ihnen in den Bauch schießt. Ah, okay. Das. Ah ja, genau. Ihr könnt eure Super so oft machen, wie ihr wollt. Genau, mhm. Genau. Die kriegt ihr die ganze Zeit wieder voll. Ja, das ist banal. Mhm. Oh. Nein! Nein! Komm! Komm! Oh! Kriegst du ihn? Kriegst du ihn? Nee. Oh no. Er wirft mich runter, dieses miese Schwein, ey. Genau, die Runde ist jetzt wieder vorbei. Das ist immer so eine kleine Spezialrunde, dann kannst du am Ende kriegst du hier so Münzen und mit den Münzen kannst du dir neue Waffen holen. Mhm. Und jetzt gibt's wieder Loot. Was habt ihr denn alle schon für Waffen bekommen? Erbfolge. Das ist gut. Was ist eine Sniper? Die ist wirklich stark. Habe ich das bekommen oder haben wir das beide jetzt bekommen? Es kann sein, dass ihr es beide bekommen habt. Ah ja, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Wenn ihr dann hier in dieser Halle der Champions seid und die Missionen von einem Roboter mitnimmt, könnt ihr nach und nach die Waffen freischalten. Mhm. Die Waffen könnt ihr dann wiederum fokussieren und euch damit dann den guten Roll holen. Mhm. Also hat die MP bekommen? Ah, du hast jetzt eine MP bekommen. Die Einsiedlerspinne. Wer? Ich oder? Genau. Nee, ich habe eine Sniper gekriegt. Wo genau? Die siehst du da anstatt die Polaris-Lanze, müsstest du das sehen? Mhm. Genau, genau. Und die war besser? Früher, aber. Kannst noch bei Polaris bleiben, aber du kannst sie gerne ausprobieren. Früher war die Einsiedlerspinne einfach Must-Have in Destiny PvE. Yeah. Bis sie dann halt gesunsettet wurde, also bis sie dann nicht mehr spielbar war leider. Deswegen haben sich so viele Leute gefreut, dass sie wieder zurückgekommen ist. Mm. Ich habe jetzt gerade Syncope 53 ausgerüstet. Ist Erbfolge da jetzt besser oder soll ich auch leer bleiben? Du kannst gerne Erbfolge spielen, wenn du Köpfe triffst damit. Ah, okay, hier ist es wichtig, Köpfe zu treffen. Nee, du kannst auch auf den Körper treffen, aber auf den Kopf bist du schneller. Mhm. Also eine Erbfolge ist eine Sniper. Okay. Ah, okay, Sniper. Mhm. Na gut, ich glaube, ich bleib erstmal so. Okay. Zeit mit Luna und. Let's go! So, ab wann kauft man denn am besten hier Stacheldraht? Ihr könnt jetzt alles kaufen, weil jetzt kommen wir weiter als letzte Runde. Wir kaufen jetzt einfach alles, damit die Gegner nicht zu uns kommen. Sag mal, Satrix, wo kommst du her? Ich komme aus, Warte, sag's nicht. München. Ah, okay. Okay. Kommst du aus Richtung München? Ja, ich komme aus Richtung München. Und du? Ja, okay. Nee, ich bin ursprünglich aus Frankfurt. Ah, okay. Und warum, nein, was sagtest du? Ich bin schon wieder Ich dachte, du kommst irgendwie so aus der Richtung Mannheim oder so, habe ich da rausgehört. Nee. Okay. Sogar noch tiefer in Bayern, actually. Mhm. So den bayerischen Akzent, den habe ich dann irgendwann abgelegt. Ja, eben, du klingst nicht bayerisch. Das ist ja. Da graust es mir auch, wenn ich bayerisch rede. Ja, sicherlich. Freilich, ja, sicherlich, klar. Ja. Ah ja, genau. Ihr kriegt zwischen den Runden, kann es auch sein, dass euch mal, wenn ihr Glück habt, eine Waffe droppt aus dem Monus. Mhm. Das kann halt auch mal passieren. Okay.
Achtung, genau. Enemies. Ich werde so sterben. Ich überlebe. Hier ist ein Feind am Adu. Mehrere. Schafft ihr das? Ich besorge euch gerade eine Heavy Box. Also ich probiere euch eine Heavy Box. Er hat ein bisschen Schaden genommen. Was habt ihr da oben? Komm. Nice, let's go. Oh, Doppelstacheldraht. Vorsicht, hinter dir. Oh. Kannst dich hier reinstellen, das halte ich. Mhm. Wo? Direkt vor dir, macht's hoch. Oh. Oh, ich bin so dumm. Ja, hab ich. Oh, oh. Jetzt stellt euch hier rein, sonst lasern euch die Dinger gleich weg. Warum? Ich hab schon wieder gegens Fenster geballert. Wie kriegt man denn die Schilde von denen weg? Die sind ja immun. Was macht man da? Wir müssen uns... Oh mein Gott, jetzt hat's mich auch zerlegt. Wir müssen uns hier unten in dem kleinen Ding... Das war das gleiche, was wir vorhin hatten. Ich hab's verstanden zu erklären. Da unten ist so ein kleiner Kreis, da wo der Stern drüber ist. Da müssen wir uns reinstellen. Und dann können wir das Schild wegschießen. Ah, oh, das habe ich die ganze Zeit gesehen. Genau. Ich versuche jetzt mal hier ein Healing Rift einzuschalten. Vielleicht überlebe ich. Das ist schon wieder so ein Geist in unserer Basis. Hüter gefallen. Oh Gott. Sehr stark, Dankeschön. Hui. Das schafft man. Ja, easy. Ich komme nicht an den ran. Mit meinem Ulti, weil der schwebt. Ach, das ist die Hexe, genau. Oh, verdammte Scheiße. So, weg ist sie. Ey, aber super, die Phase haben wir davor nicht geschafft. Aha, aha. Nice. Das ist sau schlecht von mir. Ich habe mein Ulti gezündet und stand dann unter ihr. Nein, merk dir immer eins, du bist der Beste. Okay. Egal, was du tust, du bist der Beste. Der Beste. Wenn, dann hat das Spiel versagt, nicht du. Der Beste. Der Beste. Oh, für 4000 kriegen wir hier einen geilen Schützturm noch. Mhm. Ihr könnt aber auch, also, wenn jetzt hier zum Beispiel hier so eine große Welle es alles nach oben geschafft hat, könnt ihr mit diesen kleinen Batterien, könnt ihr auch zum Beispiel unsere Geschütze oder diese Decoys, die wir da haben, reparieren. Müsst ihr dann einfach nur die Kugel draufwerfen. Ach so, okay. Mhm. Sehr gut, wir könnten ein bisschen aufladen hier tatsächlich. Mhm. Ja. Ich versuche euch zu beschützen, ihr repariert das Ding. Mhm. Könnt auch, sobald ihr eure Super habt, könnt ihr die eigentlich immer wieder spammen. Ah, hier muss auch noch eine. Mhm. Sehr gut. Hä? Ich sammle die mal auf und dann sind sie weg. Ja, das habe ich auch voll oft. Das oh Gott, ich bin ins Pyramidenschiff rein schon. Da ist schon wieder ein Portal gespawnt.
Oh. Sollen wir rein? Mhm. War das noch ein Engram? Engram? Und zwar die Makato 45 Powerwaffe. Makato 45. Unter den Namen steht immer, was das für eine Gattung ist. Granatwerfer, Raketenwerfer, Schwert. Pum. Ah, ein LMG ist das. Maschinengewehr. Also nur 12 Schuss mit der Shotty, das ist natürlich ein bisschen dumm. Und mit einer Shotty hast du auch nicht wirklich mehr. Nicht viel. Aber Schrotflinten nutzt du eher im PvP, wenn du da einen guten Roll drauf hast. Im PvE mit einer Schrotflinte, wenn dann so explodierende kleine Dinger auf dich zulaufen. Schon schwierig. Mhm. Hab ich denn hier getriggert? Oh, okay. Wer will jetzt laufen? Ich mach. Ah, da ist schon jemand voll ready. Let's rein go. Da. Und auch für die PlayStation-Spieler, ne? Im Moment müsste, glaube ich, wenn ich mich nicht täuscht, im PlayStation Store, wenn ihr PlayStation Plus habt. Großteil Hilfe, von der ich Destiny, bin tot. Oh, ich hab's nicht geschafft. Großteil von der Destiny Connection Collection kostenlos sein. Ich sterbe. Was sind, haben wir jetzt die Kugel noch oder was ist jetzt? Ja, die Kugel müssen wir einfach wieder reinrennen. Oh. Spielter gefallen. Oh. Komm mal ein bisschen hinter, weil sonst sterbe ich auch. Oh, oh. Oh. Ich lauf rein. Ich hoffe, ich schaff's. Nö. Wartet nur ganz kurz, versucht am Leben zu bleiben. Ich bin gleich da. Ich, glaub, ich bin tot. Wir machen das jetzt ganz einfach. Ich mache mich da drin jetzt einfach unkaputtbar. Oh. Ja. So machst du gar nichts mehr, lieber. Sehr stark. Verteidigungs-Upgrades verfügbar. Der kostet 4000, Alter. Oh, ich habe 3844. Ist es sinnvoll zu sparen, diesen Schrott vielleicht? Wir können auf jeden Fall sparen, weil jetzt kommen nochmal 4 Wellen, dann kommt eh eine Bossphase. Okay. Ich soll fragen, wie man strahlend aufrecht erhält. Es gibt diese Season ein Artefakt-Mod. Wenn du das kannst du dann auswählen, kann ich dir im Menü zeigen. Mhm. Wenn du mehrere Crit-Treffer, also Headshots hintereinander triffst, dann hast du zum Beispiel den Strahlen-Buff. Dann, wenn du Solar-Damage machst, oh, ich glaube, das wird jetzt kritisch. Ja, haben wir. Ich heb dich auf, alles gut. Genau, mit dem Strahlen-Buff machst du dann halt am Ende mehr Damage. Mhm, okay. Und sonst kannst du halt auch noch, du hast ja hier vorhin, hast du ja deine Aspekte geändert. Du kannst auch noch mit Fragmenten kannst du deine Buffs so gesagt, die Länge erhöhen und so weitere Sachen. Mhm. Das geht damit dann auch. Was macht der hier eigentlich? Der macht gar nichts. Der putzt. Diese Roboter, ach, die lenken die Gegner ab, das kann ich verstehen. Alles gut. Er hat noch ein paar Sekunden. Eine Sekunde, danke. Ich bin doch da. Aber das ist auch manchmal ein bisschen frech, weil die Ritter halten unglaublich viel aus. Mhm.
Oh, 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 oh. Und weg ist er. Tschüssi. Alter, wie hast du das denn gemacht? Das war der Raketenwerfer. Genau. Hä, voll geil. Es gibt ja hier Raids, also diese 6-Mann-Aktivitäten. Mhm. Da kannst du dir halt auch echt coolen Loot rausholen. Das oh, machen da kommt wir ja dann tot, am Ende. Da kommen richtig fette Action von Westen. Ja, hier geht's gleich voll ab, ja. Ich bin schon voll gespannt auf einen Raid. Ich hab noch nie einen Raid gemacht. Noch nie? Ja, das sieht sehr anspruchsvoll aus, ey. Ja, wir spielen ja Pantheon zusammen, das wird echt funny. Ich sag's euch. Was ist Pantheon? Pantheon ist so eine Zusammenstellung aus Boss-Encountern aus mehreren Raids. Himmelsbomber greifen ADU an. Ja, ich tue gerade mein Bestes, ihn zu töten. Aber ich habe ihn auch. Nein, ich bin so... Alles gut. Dumme Wand. Hab dich aufgehebt. Danke. Aufgehebt. 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 Genau. So. Können wir uns da vorne noch schnell über... Oh, nee. Ist schon eine Bosswelle. Nein, wir schmeißen die Dinger noch rein. Lol. Oh, die sind despawned. Ja. Jedes Mal, ey. Versuch das mal einfach straight in die Luft zu werfen. Du kannst es... Das trifft immer. Okay. Genau, also du kannst es wirklich auch komplett dran vorbeiwerfen, das macht dann so eine Banane und trifft das Ding eigentlich immer. Haben wir eigentlich alle Geschütztürme gekauft, die man kaufen kann? Hier gerade, ich glaube schon, ja, da unten war die können wir auch nicht mehr upgraden, ne? Weil ich habe nämlich noch Kohle. Nee. Ich habe auch noch Kohle. Das können wir dann jetzt nach dem Boss machen, wir sind erst bei 20. Okay. Und dann spawnen wir nochmal. Du steckst voller Kampfpotenzial, mach mich stolz. Genau, und Pantheon, das was wir dann in dem dritten Stream zusammen machen, das ist so eine Zusammenstellung aus mehreren Raid-Bossen, die halt jede Woche schwerer werden und ich glaube in der letzten Phase hast du dann 8 Bosse, die du nacheinander hier zu 6 kaputt machen musst. Bist du runtergeflogen? Nee. Nee? Okay, gut. Da war nur so ein Loch im Boden und ich dachte, das ist... Ach so. Da gibt's extra Loot. Das dachte ich auch. Bin da auch schon ganz oft reingesprungen. Hast du gerade einen Rocket Jump gemacht? Ja. Hi. Ich will auch einen Rocket Launcher. Das ist der Mountaintop. Den kriegst du hier in dem Modus sogar. Kannst du den bekommen. Und dann kannst du hier Rocket Jump machen. Oh, okay. Seid ihr ready für den Boss? Ja, ne? Okay. Dann so let's go. Schauen wir mal, was wir jetzt haben. Oh, jetzt haben wir einen Ogre. So, warte, ich habe den Banner noch nicht berührt. Geht noch nicht los, solange wir nicht draufschießen. Okay, sehr gut. Warte auf dich. Mhm. Ich habe auch mein Ulti. Soll ich ganz nah rangehen an den? Ah, okay. Du kannst es gerne probieren. Einfach probieren. Da machst du Ultra-Damage. Ja, ich bin auch fast tot. Egal. Ich bin tot. Hast du seinen Lebensbalken gesehen? Nee. Du hast ihn dezimiert, hast du ihn. Sehr schön. So, den Rest lasse ich für euch. Nett. Sehr schön. Schön. Jetzt gibt's wieder jedes Lieblingsspielzeug, Blut. Mhm. Verbesserungskern habe ich gekriegt. Und die Einsiedlerspinne. Die Einsiedlerspinne ist cool. Das ist eine Maschinenpistole. Wenn du die auch mit guten Perks hast, ist die auch ganz witzig zu spielen. Die Einsiedlerspinne. Leichtes Gehäuse, Fressrausch, Waffenbeherrschung und Unzähmbarkeit. Oh. Das kannst du auf jeden Fall spielen. Kann ich das mal machen? Ich krieg nur Schwerter, obwohl ich nicht mal ein Schwert fokussiert habe und das bricht mich. Ja. Loot in a nutshell. So, weiter geht's. Let's go. Let's go. Genau, und dann gibt's noch
etwas heiß begehrtes und ich war kein Destiny 1 Spieler, aber ich glaube, das kommt aus Destiny 1. Und zwar ist es der Super Black Shader. Das heißt, Shader sind, damit kannst du deine Rüstung und deine Waffen einfärben. Mhm. Und kannst hier in dem Modus, kannst du dir den Super Black Shader freischalten und kannst deinen Hüter, mit dem du spielst, einfach komplett schwarz einkleiden, deine Waffen komplett schwarz machen. Achso, so ein Fashion-Ding. Mhm. Ja. Also, so wie jetzt bei mir zum Beispiel. Genau, so wie jetzt bei mir zum Beispiel. Ja. Ein bisschen komplett schwarz. Nice. Oh, es geht los. Hast du bist kein D1-Veteran? Nee, nee. Ich habe erst mit D2 angefangen. Sorry. Wo seid ihr denn? Ach, da hinten. Ach, du bist am falschen Spawn. Hm? Der ADU ist woanders gespawnt. Oh. Hi. Ich dachte, wir bewachen wieder das Ding. Guck. Hallo. Ah. Hier seid ihr. So. Er durfte sich die erste Phase jetzt einfach schnell ausruhen. Genau. Pass auf, sieht jemand von euch hier hinten bei mir in die Richtung diesen kleinen Stern in dem Kreis, in dem grauen Feld? Ja. Genau, da muss jetzt jemand die Zone einnehmen, dafür spawnt für uns dann wieder eine Heavy Box. Mach das. Ede macht das? Okay. Yes, Sir. Das ist ein Problem für mich. So kriegst du halt immer eine Modus Munition. Eingenommen. Aua. Hat sich jeder von euch hier die Heavy geholt? Yes. Sehr gut. Nee. Nimm sie dir schnell. Oh. Ja. So, jetzt geht das Schild nicht weg. Dafür brauchst du den Strahlend-Mod, was dein Chatter bei dir vorhin gefragt hat. Kannst du ihn finishen? Schaffst du es? Ja. Oder so, okay. Ede ist einfach besser. So, jetzt muss ich euch ganz kurz alleine lassen. Ihr müsst ganz kurz versuchen, hier das Ding in Schach zu halten. Ich mache dabei schnell die Minen. Ich habe euch hier diesen Well gestellt. Stellt euch da rein, da drin könnt ihr nicht sterben. Bei mir. Ich bin tot. Alles gut, ich heb dich auf. Ich mache euch da oben schnell die Dinger weg. So, und jetzt macht die Minen in der Zeit. Einfach reinstellen, da kann euch 30 Sekunden dann nichts passieren. Hoffentlich. Ach du Scheiße. Ja. Ja, ich bin tot. Das war aber krass. Alles gut. Oh, ihr seid beide tot. Ich bin wieder da. Ulti. Hier ist. Schön, auch wieder da. Boah, ich muss jetzt hinlaufen. Achso. Irgendwas schießt aus der Luft die ganze Zeit mit zielsuchenden Raketen da oben. Dieses Teil ist. Die sind super, super nervig, ja. Die Dinger, wo müssen wir uns noch mal reinstellen, um die da oben zu. Okay, erleben. Da hat's Bumm gemacht. Die, da müsst ihr einfach drauf schießen. Einfach drauf schießen. Okay. Alter, die Teile sind einfach. Die zerstören gerade das stark, ADU. Ja. Wir sind gleich vorbei. Wenn ich ein Wunder. Gefallen. Oh. Hier piepst es überall. Ja. Wissen wir, dass er noch super wenig Leben? Ich glaube, das wird nicht. Ich glaube, das wird nicht. Also ich glaube an uns, aber ich glaube, das wird nicht.
Haben wir hier noch Bälle rumliegen? Nicht mehr, ne? Mhm. Das Ding ist an den Bällen, wenn du da nicht schnell genug bist, die despawnen ja auch. Die sind dann weg. Also, jetzt müssen wir wirklich das Ding hier... Jetzt müssen wir hier Gas geben. Alles tun, was wir können. Es ist besser, die Bälle aufzuheben und kurz die Gegner zu ignorieren, oder? Ich probiere gerade alles gleichzeitig zu machen. Okay. Aber die Bälle schaffen wir nicht. Weiß ich. Ja. Ja, haben ein bisschen Energie hat er wieder. Ja. Bauen hier gleich nochmal welche. Kriegen die auch noch. Ich hab mal die Hälfte geschafft, Leute. Ja. Okay, von der Fokus. Kommt bei euch. Oh nein. Nice, stark, Jungs und Mädels. Kommt hier nur super viel. Hoffentlich kommen nicht wieder diese Luftdinger, ey. Nee, die kommen gerade nicht. Jetzt gerade noch nicht. Oh, Achtung, großes Unaufhaltsamkeit-Ding, whatever. Oh, oh. Boom! Die Welle haben wir geschafft. Ich hätte. Also, wir sind die Besten. Ja, Mann. Wir sind einfach die Besten. Das ist crazy. Wenn du das sagst. Ja, brauche ich auf jeden Fall. Wir brauchen. Wir brauchen so. Bällchen. Wir brauchen Bälle. Ja. Bälle und. Aber wir müssen jetzt erstmal hier in die Pyramide rein. Trink nur schnell einen Schluck. Wir brauchen. Aber wir haben die Hälfte schon mal geschafft. Wir sind bei Stufe 26. Aber man merkt richtig, wie es immer enger wird. Also das war jetzt... Vernichte deine Gegner, ja. Bevor sie dich vernichten. Das haben sie, weil das ist nie so. Viele haben sich immer beschwert, dass alles zu leicht ist. Und die haben das in dem Modus, haben sie es wirklich gut umgesetzt, wie sie es halt wirklich von Welle zu Welle schwerer gemacht haben. Und jetzt gibt es den normalen Modus bis Stufe 50 und dann gibt es nochmal den Legend-Modus bis Stufe 50. Also da ist dieser Gap von Stufe 1 bis Stufe 50 ist schon krass. Ja. Da schießen die mal drei Leute auf so einen großen da ein, bis der mal down ist, dauert es dann schon mal so eine Minute. Oh, das meine ich gerade. Hier, das ist das beste Beispiel. Schau dir mal den Ritter an. Vorhin hatte der einen roten Lebensbalken hier. Ja. Schau dir jetzt mal an, den Lebensbalken von ihm. Ja, warum ist er jetzt gelb? Weil wir in einer höheren Stufe sind. Ach so, auf das Seite. Genau. Okay. Kannst du ihn finishen? Ja. Ja, let's go. Da verklicke ich mich voll auf, weil F genau neben G ist und mein Finger ist nicht lang genug und dann klicke ich voll auf F und dann mache ich aus Versehen meine Ulti. Boah. Das muss Ede jetzt auch mal machen mit dem Finisher. Ich weiß nicht, auf welcher Taste ich den gelegt habe. Du hast es auf G höchstwahrscheinlich. Wir machen jetzt den Ritter bei mir hier fast kaputt und dann musst du ihn finishen. Was ist das? Finishen? Interagieren? So, jetzt kannst du ihn finishen. Ja, da ist so ein Mini-Punkt über seinem Kopf. Eddie ist im Punkt-Punkt-Punkt-Menü. Ja, ich suche gerade die Taste, aber ich finde sie nicht. Geh mal hin und mach G. Nee, ich habe das ja bei mir alles geändert. Ja. Meinst du? Ja, ich bin doch Linkshänder, ganz sicher. Ach so. Ja, stimmt. Ah. Deshalb, Warte mal, ich schau mal. Feuer, Nachladen, automatischer, aufgeladener Nahkampf, Zoom halten, Leichtangriff, schwerer Angriff? Nee. Ich sehe das noch nicht mal. Klassenfähigkeit? Nee, das ist auch nicht. Super? Nee. Ausbruch, ist es das? Mhm. Ah, Finisher, warte mal. Geh mal bei dir ins Menü.
Ja. Jetzt geh auf Einstellungen, dann Keyboard, ja. Maus und dann steht da Finisher, ist bei dir auf J. Auf J? Wo siehst du J das? J ist das bei dir. Geh, scroll ein bisschen nach oben und da ist es über Geste 1, genau, das ist J bei dir. Genau, das ist ein Finisher. Nice. Genau. Das bringt nochmal extra Punkte. Du kannst dir jetzt in deine Rüstung kannst du so Sachen machen, dass wenn du den Finisher machst, dann droppt der Gegner Special-Munition oder schwere Munition. Alles klar. Ist aber auch eine coole Animation, wenn du so gelbe Bosse hast oder so und die fast tot sind, aber noch ein bisschen fehlt, du keine Munition mehr hast und dann machst du den Finisher. So auf cool. Ich bin cool auf die Frage, muss man immer noch jedes Season seine Sachen komplett neu leveln? Nee, das haben sie abgeschafft. Das haben sie abgeschafft. Okay, das Einzige, was du jetzt noch hast, ist ein Artefakt, das du aufleveln kannst und kriegst halt so Bonus Power Level. Was ich aber jetzt glaube, ich bin mir aber nicht sicher, da will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht mit Final Shape nochmal. Also jetzt mit der Jahreserweiterung, aber sonst nicht jedes Season. Du schaffst es, Ede! Let's go! Sehr gut. Ihr habt Taktik triumphiert. Haben wir über eine Baseball-Karriere nachgedacht? So von Point zu Point laufen? Oder Football, ja. Oder Football, genau. Let's go, weiter geht's. Also das Ding piept immer noch. Des Grauens. Oh mein Gott. Wie vielte Welle ist das jetzt hier? Das ist jetzt die 27. Wo steht das überhaupt? Steht das hier irgendwo? Da links im Bild, wenn die Runde jetzt vorbei ist, steht das immer dran. Okay. Genau. Ich habe jetzt noch ganz viel. Ja, mach mal hier den Stolperdraht. Warte, wo hier, bist du? Wo ich bin. Ja. Den hier. Komme. Genau, das wäre der auf jeden Fall. Und hier ist auch noch einer, den man aktivieren könnte. Ja, jetzt schon zu spät, ne? Komm, irgendwie. Oh, Zeit ist immer bestimmt vorbei. Mhm. Oh, das ist ein Ball. Ja, ich hole ihn. Okay. Oh, oh. Das auch Vorsicht, das sind Spenger, Ede. Die machen gleich alle Bogen. Der perfekte Timing. Nein. Wie ich echt das schlechteste Ulti-Timing ever hab. Wo kommt denn der nicht? Oh, verdammt. Scheiße, hier ist einer. Das Ding bin ich dazu. Ich glaube, ich tue mein Bestes. Wieder Batterien reinwerfen. Oh. Oh. Oh Gott. Oh, da kommt heavy, heavy stuff. Schild. Hallo, Schild. Oh Gott. Okay. Wettstreit der Champions. So, jetzt kommt nochmal eine schwerere Stufe. Ich hoffe jetzt nur, dass das. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt erstmal die zwei Dicken killen. Das spawnt einer hier und einer links. Also erstmal auf die Großen konzentrieren. Wo haben die denn ihren Weak Spot im Kopf? Am Kopf, genau. Er trifft mich nicht. Lol. Ich sehe gar nichts. Ich bin überfordert. Alles gut. Oh shit, irgendwas von hinten hat mich gekillt. Sau. Der Große, oh mein Gott. Ja, jetzt hat's mich auch zerlegt. Boah. Ihr schafft das. Nee.
macht jetzt rum. Ich tue mein Bestes. Nein. Schade. Schon wieder nicht geschafft? Nee. Boah, der Große ist aber auch wild. Ja, der Große ist super wild. Da steht er einfach und macht bum, 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 bum. Boah, ey. Aber gibt's irgendwie eine Möglichkeit? Ja, wenn du... Ja, gibt's. Du kannst zum Beispiel jetzt noch eine andere Ulti spielen, du kannst Raketenwerfer drauf schießen. Mhm. Also das ist wirklich schwierig, da musst du halt wirklich abgestimmt mit dem Team zusammen versuchen, die Dinger nachher nach runter zu melden. Deswegen sage ich, habe ich auch vorhin gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Hunter den Bogen spielen würdest, könntest du den Bogen in die Ads schießen, damit die kurz stehen bleiben und so. Da kannst du dir halt schon viel einfallen lassen. Das übt man dann alles noch bis Pantheon, weil da braucht man es. Und was wolltest du jetzt noch machen? Irgendeine Mission oder sowas? Also es kommt auf euch drauf an, wenn ihr das da mal reinschnuppern wollt, auch zeittechnisch. Wie lange dauert denn das? Also normalerweise, warte mal. Ah, okay, ihr müsst dafür eine Mission abschließen. Die Mission dauert an sich 20 Minuten, aber wir müssen es mindestens 5 Mal versuchen. Aber wir bereiten uns jetzt für die Mission vor und machen sie beim nächsten Mal. Okay. Genau. Was müssen wir vorbereiten? Ihr müsst euch einmal die Mission bei der Eris abholen. Da fliege ich jetzt gerade hin mit euch. Und dann ist es eigentlich ganz lustig, weil dann können wir nämlich die Mission machen. Und morgen um 19 Uhr zum Reset, zum Weekly Reset, kommt das... der letzte Teil von hier, Into the Light, was Missionen betrifft, und da kommt noch mal so eine Mission dazu. Die können wir dann auch noch machen. Das heißt, die 2 Missionen müssen wir schaffen beim nächsten Mal. Und das wird happig. Wieso denn? Wir brauchen einfach gutes Equipment, Leute. Ich sag euch das aus Erfahrung. Nee, wir müssen da ja erstmal ankommen. Da geht's um Sprungpassagen. Ja, okay, das ist ja einfach. Und wir müssen alle 3 am Ende ankommen. Und dann müssen wir noch mal bitte durch... Können wir das nicht machen? Ich will nicht, dass ich der Buhmann bin. Oh, ich bring mich da schon durch. Alles gut. Wir schaffen das schon. Easy. Oh Gott. Jetzt müsst ihr, glaube ich, hier oben mit der Dame sprechen. Die hat, glaube ich, irgendwas zu sagen. Der Kampf geht weiter. Das genau, und da holt ihr euch Whispern der Vergangenheit an. Ab. Ja. Genau, und jetzt die exotische Mission, das Whispern. Genau, ja, das ist das. Können da gerne mal reinschnuppern in die Mission. Wir spielen sie aber nicht ganz, das werden wir nicht schaffen. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Nur worauf ihr euch vorbereitet. Ihr könnt ja vielleicht dann doch, bis wir dann nochmal zusammen streamen, noch ein bisschen üben heimlich. Dass wir das auch easy schaffen. Also ich fühle mich da jetzt gar nicht so angesprochen, ehrlich gesagt. Wir lassen Ede mal vorgehen, oder? Ja, lass mich mal. Ja. Es ist, okay. Also wenn ich scheitere, liegt es ja nicht an mir, sondern an dem Equipment. Du mit deinem großen Raketenwerfer, ja, das ist natürlich einfach, der alles zerlegt mit einem Schuss. Wir müssen aber jetzt keine Gegner töten, ne? Achso. Ja, wir müssen jetzt erstmal nur da durchkommen. Oh, das ist ja gar kein Problem. Es wird noch geschrieben, einfach Strang, Fokus freischalten, dann hast du einen Schwunghaken. Du musst jetzt fragen, ob das hilft. Ja, genau, das könnten wir machen, aber da brauchen wir allein schon einen 2,5-Stunden-Stream, um das freizuschalten. Okay. Wir sind ja doch Gegner. Ja, nur so kleine. Die machen nichts. So, jetzt müsst ihr hier hoch zu mir. Oh, ich bin abgestürzt. Nee. Wellsgate regelt. Warte mal. Wo bist du denn da hoch? Wo bist du? Hä? Ich bin hier oben. Okay, jetzt bin ich hier unten. Komme ich da hoch jetzt? Ja! Wie seid ihr denn da hochgekommen? Und wie komme ich Schwung. Da hoch? Also mit pass auf, Schwung. Warte mal. Als Jäger kannst du das so machen. Du kannst hier hochspringen. Hier kommst du hoch. Hier auf den kleinen Stein. Und dann kommst du hier oben durch. Machst du dann einfach so, zack, Einsprung. Nein, der Ast! Was hast du für einen Sprung drin? Warte mal, du hast schon den Dreifachsprung drin, oder? Nee. Ich habe den... Ah, nee, den Heidenhochsprung. Genau, wechsel den mal in den Dreifachsprung. Genau. Damit soll es einfacher sein. Damit kannst du dann 2-mal jumpen nach deinem Jump. Also wieder da drauf.
Let's go. Jetzt hier zu mir. Oh, oh. Let's go. Ja, ja, ja. So. Kurz dunkel. Wollen wir da rein? Oh. Ah. Aua. Lol. Ey, das tat voll weh. Oh, jetzt geht's hier weiter. Könnt ihr euch gerne umsehen. Mhm. Gruselig. Hier sind aber schon viele gestorben. Mhm, mhm. Schon ein paar, ja. Mhm. Das war damals eine wirklich begehrte Mission in Destiny 2. Die ist dann nur irgendwann mal rausgenommen worden und jetzt ist sie halt wieder drin. Okay, Etienne Profi. Ihr seid beide Profis. Panik, Panik. Wir springen dir einfach alle hinterher, ne? Genau. Oh nein, nein, nein! Oh. Hä, was hat mich da nach links getrieben? Ich glaube, das war Haselnuss. Echt? Ja, ich glaube schon. Ich wurde aber auch nach links geschubst. Wie kann ich denn Leute schubsen, hä? Das war kein... Nee, das war irgendwie... Kommt das nichts aus der Wand. So, jetzt schaffst du es. Zeigst du in die Abkürzung? Den Weg irgendwas? Irgendwas? Muss an der Wand entlang springen. Hä? Ich komm, glaube ich, aber nicht mehr zu dir hoch. Nee. Irgendwas zieht mich quasi da nach links, komischerweise. Hab ich da gefallen? Ja, 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 ja. Let's go! Warte, jetzt bin ich für dich runtergeflogen. Komme. So. Okay. So, Vorsicht, jetzt kommen hier so Dinge aus der Wand raus. Da müsst ihr vorsichtig sein. Also ihr müsst mir jetzt nacheinander, müsst ihr mir hinterherkommen. Also ihr springt hier runter, lasst euch ganz lange fallen und landet dann hier bei mir. Warte, wo kommen wir denn hier raus? Schaffst du das? So, und dann hier runter. Ja, let's go, oder? Let's go. Ich glaube, Haselnuss macht das Segelflugzeug. Was sie schafft. Gefallen. Was ein Scheiß. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin runtergefallen. Warte, ich komm nochmal. Goodbye, my friend. Hä? Oh, ganz oben. Siehst du sie nicht? Ja, doch, jetzt sehe ich sie jetzt. Und sehr gut. Oje. Achtung, nicht zu sein. Ja, stark. Oh, stark. Scheiße. Lass dich ganz langsam hier runter. Ja. Perfekt. Perfekt. Kannst du schweben? Ja, sie kann schweben, sie kann so schweben. Das ist der Warlock. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mhm. Ich will's wissen. Jetzt müsste ich hier vorne landen. Oh, was? Wo? Hier. Warte. Okay, Sekunde. Ich bin irgendwo runter. Warte. Du kannst ja. Oh? Nein, nein. Du schaffst es noch, du schaffst es. Okay. Easy. Na, jetzt bin ich wieder hier. Oh, jetzt ist er wieder ganz oben. Das sieht leichter aus, als es ist, ey. Ist alles Übungssache. Aua. So, wo seid ihr jetzt? Hier unten. Hier, hier. Da, okay, ja, ich sehe euch, ich sehe euch, ich sehe euch. Einmal. Let's go. Nice. Profi. So, jetzt müssen wir hier drauf landen. Och. Okay. Mhm. Ich muss kurz durchatmen, Sekunde. Let's go, Hazel! Du kannst ja sogar schweben. Ja, aber das ist so merkwürdig manchmal. So. Ey, aber Profi! Hui. Oh, oh, oh! Oh! Ich hab dich gar nicht gesehen. So warum? Er ist an uns vorbei. Oh no. Aber ich hoffe, du spawnst da gleich wieder. Der ist einfach... weiter geslidet. Okay, wo seid ihr? Hier unten wieder? Ach, da. Wir sind wieder hier unten vor dir, genau. So, einmal? Ja, passt. Oh, boah. Sehr geil. Da rutscht man richtig, krass. Mhm. Müssen wir hier hin? Guck. Ja. Nice. Nice. Let's go. Jetzt kommt Trick. Wir müssen um die Ecke, okay? Nein, bitte nicht. Was? Ich sehe nichts. Es ist dunkel. Du siehst meinen Namen. Ja? Genau, dahin musst du.
Eddie schafft's. Ja, let's go. Oh. Nein, oh mein Gott, nein. Ich schau mal, ob ich dich da nochmal holen kann. Güter gefällt. Ja, ich kann dich hier gleich direkt holen. Okay. Bei dem Warlock, wenn du schwebst, du musst immer, also ich weiß nicht, Space glaube ich, zweimal ganz schnell hintereinander drücken, dann schwebst du nach oben. Ja, ja. Genau. Dann schwebst du einfach nach oben und lässt dich um die Ecke nach unten gleiten. Okay, warte. Ach so, okay, ja. Sehr geil. So, Edi hat schon den nächsten Weg gefunden. Wir müssen uns da unten durchcrouchen, aber Vorsicht, die Wand kommt raus. Das genau, ist ja mies, ey. Das meinte ich. Also hier, immer wo es ein bisschen heller ist, ja, ist hier so ein kleiner Safe-Spot. Dann wartest du, bis die nächste Wand drin ist. Mhm. Dann läufst du wieder weiter. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, wieder mit dem um die Ecke. Seid ihr oben drüber? Nee. Nee, unten durch, unten durch. Da, wo du gerade warst. Du musst nur warten, bis die Dinger rauskommen. Du willst, ich laufe. Hier? Nee, alles gut, alles gut. Ja, alles gut, Dicky. So. Sehr schön. Oh, ich habe ganz witzige Hände. Hui. Können in der Zeit tanzen, wenn du möchtest. Ah, nee, der hat es auch geschafft. So, kommt der nächste Sprung. Wir müssen da rüber. Mhm. Das ist schon krass, diese Destiny-Welten, die sind immer so überkrass groß irgendwie. Ja, toll. Und das ist halt jetzt einfach nur, oh Gott, das war, sorry. Das ist einfach nur eine kleine Mission. Jetzt müssen wir hier unten durch und dann hier oben auf den Ball drauf. Nein, oh mein Gott, ich bin runtergeplupst. Alles gut. Bitte gefallen. Ich komme da auch nicht hoch. Ich glaube, das. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das sieht sehr hoch aus. Doch, klar schaffst du das. Beim Hunter musst du deinen Jump komplett ausnutzen. Also wirklich, wenn du dann. Güter gefallen. Und dann oben auf der Spitze landen. Das war der falsche Ball. Okay, warte, Sekunde. Ich glaub, der zweite. Bei dem ersten erstmal hier drunter, ne? Genau, beim ersten unten durch und beim zweiten hier drauf. Nicht, oder wir machen es einfacher. Oder wir machen es einfacher. Ich rutsche da so vorbei. Ja, alles gut. Alles warte gut. Mal, ich nehme mal den Hochjump. Mit dem Hochjump müsste es gehen. Nee, wir können auch hier unten durchlaufen, schau. Achso. Dann laufen wir hier unten durch, aber dann Vorsicht, hier ist eine kleine Kante. Mhm. Was sind das? So, und jetzt? Ah, Edi ist schon da. Okay, pass auf. Siehst du den Aufzug hier? Ja. Da müssen wir drauf. Weiß ich gut. So. Und jetzt müssen wir vom Aufzug hier drauf springen. Mhm. Sehr geil. Jetzt hole ich nur schnell Erlenuss ab. Ich komme da nicht rüber. Warum rutsche ich denn da mal ab? Hüter gefallen. Du kannst auch versuchen. Pass auf, wir machen das jetzt anders. Hast du noch deinen Airdive drin? Das, was ich dir vorhin gezeigt habe mit X. Ja, das war pass in auf. Der Luft und dann. Mhm. Und in der Luft und dann in die Richtung, in die du guckst, X. So. Ja. Fliegst du hier einfach mal hoch, drehst dich in die Richtung zur Wand und machst deinen Airdive nach X hier gegen die Wand. Dann müsstest du richtig landen. Ja, ich versuch's. Oh, X. Ah, fast. Oh, hättest sich ein bisschen weiter drehen müssen. Scheiße. Alles gut, alles gut. Dankeschön. Boah, Seitz hatte. Ich versuch's immer sie noch. Sie schafft's. Diesmal. Oh, fast. Fall gegen die Kugel. Güter gefallen. Weil jetzt liegst du aber ein bisschen weiter vorne. Mhm. Oder du versuchst halt wirklich hier zweimal ganz schnell drücken, hier an der Kugel zu landen. Ich bin euer jetzt bist du runtergepurzelt. Mhm. Warte. Okay, ich bin fast auf der Kugel. Oh, schade. Was hast denn du für einen Jump drin? Warte mal, ich guck mal ganz schnell nach.
Brave Glide, was hab ich? Ah, versuch mal den anderen Sprung zu nehmen. Warte mal, was hast du für drei, damit ich weiß, wie die auf Deutsch heißen? Die hier, was meinst du? Wo muss ich gucken? In deinem Solar. Da, wo ich dir vorhin die Aspekte gezeigt habe, da ist beim zweiten dein Sprung. Ach so, warte. Moment, ich habe hier Fähigkeiten. Ist das unter Fähigkeiten? Genau, unter Fähigkeiten und das zweite davon. Das zweite, Lenkgleiten. Genau, und was hast du da noch? Hier ist Schubgleiten. Müsste das sein. Schubgleiten, genau. Ach so, warte. Balancegleiten und Schubgleiten, ja. Genau, Schubgleiten. Nimm das mal rein. Ja. Genau, und damit müsste es jetzt einfacher sein zum Springen. Mhm. Wie funktioniert das jetzt anders? Damit kommst du höher und hast leichtere Manövrierfähigkeit. Okay, ich versuche. Genau. Schauen wir mal, ob du es hoch schaffst. Boah. Auf fast. Ja, wirklich. Warte, ich versuche nochmal hier auf diese Kante zu hüpfen. Okay, ja, das mega. Ist ja leichter. Okay. Mega. Und dann? Und dann musst du auf den Aufzug drauf. Mhm. Und mit dem Aufzug dann, wo Eddie steht. Wo Ede steht, genau. Mhm. Falle ich gerade? Okay, gefallen. Leute, was geht? Es tut mir so leid. Alles gut. Ich spring viel zu weit. Okay, vielleicht nur einmal. Einmal nur ganz kurz bei dem. Mhm. Hüter gefallen. Also ich sag's dir auch, auf dem Jäger ist es am leichtesten, da durchzukommen. Mhm. Hüter gefallen. Darf die Dame nicht entmutigen. Darfst du. Ich hab gesagt, jetzt kurz loslassen? Oh, schade. Ich hab gesagt, so, ich komme jetzt runter und schieß auf euch. Vielleicht hilft das, wenn ihr unter Druck seid. Boah, das machen. Immer wenn man mit anderen Fremden spielt und nirgendwo hochkommt, dann machen die das auch. Und das setzt einen so hart unter Druck, ey. Ja, schau. Ja. Hast du geschafft. Und jetzt musst du zur Ede hoch. Mhm. Komm schon, boah. Du bist an die Wand geprallt, ich hab's genau gesehen. Mhm. Ja. Von der Wand abgeprallt. Flummi. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den anderen Sprung wieder nehmen soll. Was dir lieber ist, aber der Burst, also das Schubgleiten ist das Beste, was du spielen kannst. Ja, aber ich muss mich erst dran gewöhnen. Mhm. Also wirklich, du drückst es zweimal schnell und zum Loslassen drückst du es einfach nochmal. Genau, sehr stark. So. Passt. Das war sehr knapp. Wollt ihr ohne mich weitergehen? Nee. Ach, du musst es hier durchschaffen. Dann kriegst du mehr Energie. Jetzt habe ich das. Nice. Oh, du warst drauf. Du bist nur noch mal gehüpft. Ich habe keine Kontrolle darüber. Hüter gefallen. Aha. Oh nein. Oje, oje. Jetzt verstehe ich. Hey, du hast es geschafft. Let's go. Oh mein Gott. Jetzt warte kurz. Mhm. Das gilt ja dann auch hier, oder wie? Bei Eddie. So. Eddie, weiter geht's. Wir haben es geschafft. Let's go. Ich komme. Mhm. Alles gut? Jedes Mal, wenn ich ins Menü gehe, entdecke ich was Neues. So. Let's go. Das sieht so geil alienmäßig hier alles aus. Das sieht super krass aus. Oh nein, was? Ja. Hier kann man sterben? Ja, hier kann man sterben, Edel. Wieso bin ich denn da reingefallen? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Vielleicht sind meine Beine vom Warten eingeschlafen. Das kann gut möglich sein, ja. Wir müssen erst wieder warm werden. Oh Gott. Hey, ich Hüter gefallen. Oh, das ist ja mies hier. Wo bin ich, hä? Achso.
Nein! Oh, 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 oh! Was ist das? Was war das? Ich lebe doch noch! Aus der Wand raus. Nee, jetzt. Ich lebe noch! Hallo? Jetzt nicht. Ich sehe dich. Was ist dort passiert? Ich bin mir nicht so ganz sicher, woran man hier stirbt. Achso, da? Da kommt alles aus der Wand. Versuch mal einfach durchzulaufen. Egal was du tust, ohne springen, ohne groß. Okay. Einfach durchlaufen. Ja. Ich bin durch. Okay, huch. Ede, du machst einfach so. Einfach durchlaufen, bisschen Hüpfis machen. Na? Oder Jungen. Ja, nice, stark, let's go. Das war knapp, das war knapp. Sehr schön. So, Alter. Jetzt wird die ganze Sache noch viel witziger. Mhm. Ihr müsst hier Step von Step, so von Wand zu Wand springen, aber Vorsicht, die Dinger kicken euch Kilometer weit weg. Also das sieht dann so aus. Tschüssi. Also ihr müsst da landen, dann beim nächsten landen, dann beim nächsten und aber beim die nächsten. Kommen in alle paar Sekunden Abstände? Genau, genau. Okay, also ihr könnt es immer so timen. So. Aber muss man den Sprung von den Dingern mitnehmen oder seinen eigenen? Seinen eigenen. Okay. So, Hasel, los jetzt. Ja, beruhigen Sie sich. Würde auch extra die Gegner, die hier auf euch schießen würden. Hinter Gefallen. Und dann hier zum nächsten. Go. Dann zu mir. Nice. Wenn du willst, kannst du dich schon hier durchprobieren und durchlaufen. Mhm. Nice, let's go. Mhm. Nice. Dann zu dem da. Ja, genau. Oh nein, ey. Scheiße. Seid ihr beide gerade gleichzeitig runtergesegelt? Ja. Früher war die Mission, by the way, nur 20 Minuten lang. Jetzt ist es auf 40 hoch, weil wir haben schon 19 gekillt. Gut weggekillt. Hüter gefallen. Dieses mieses Stück Wand. Gefallen. Warum bin ich denn da rausgekickt die ganze Zeit? Glaube an euch. Ah, danke. Mann! Oh nein, ich hätte Doppelsprung. Oh, Doppelsprung! Dankeschön. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Ja, ne? Als Strafe. Weiter weggesetzt worden, oder was? Ein kleines Stückchen, ja. Kommt manchmal vor. Ja, und jetzt gleich zum nächsten hier. Nein, nein, nein. Und nein. X drücken, X, X, X. Du Ach, kannst X, immer noch diesen Air Dash machen. Ja, Jesus. Oh Mann. Ja, let's go, let's go, let's go! So, jetzt müsst ihr hier nur, bevor ihr losspringt, müsst ihr kurz warten. Seht ihr hier die Tür, die auf und zu geht? Ja. Ist die auch schon hier? Okay. Ihr müsst vorne an der kleinen Spitze, könnt ihr euch festhalten. Ah, da müsst ihr nach und nach durch. Mhm. Was? Okay. Mhm. Also, erstmal einer von euch. Mhm, mhm. Mhm. Oh. Oh nein! Hüter gefallen! Ungünstig. Bin ich jetzt wieder da oben? Oh nein, ich bin wieder hier. Komm, wir glauben an dich, das schaffst du.
Und wenn die Tür aufgeht, sehen wir, ob sie richtig steht. einfach durch, komm. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, ich hab was geschaut. Uff. Du sollst treiben. Oha, wie cool. Hört ihr das? Ja. Nein, warum? Mir steht aber auch immer im Weg, Leute. Nein, ich, ich kann nie irgendwie gescheit landen, weil ihr da immer steht. Ach so, ja, okay, dann laufe ich einfach vor, kein Problem. Ja. Oh. Da oben rein. Aber wir müssen natürlich schon da oben rein. Hier zu mir, ne, hier okay. Zu mir. Mhm. Ihr könnt auf der Kugel landen, wenn es zu weit ist. Ja. Mhm. Zack. So, jetzt laufen wir hier durch. Was passiert, wenn man hier oben reingeht? Und dann stirbst du. Oh. Okay. Hast du es schon mal ausprobiert? Oder sind ja zwei? Oh, oh. Das ist Schatten oder? Ja. Nee, es ist schon... Ah, nein. Hast du gesehen, wo ich rein bin? Nee. Oh, jetzt muss ich ganz kurz dein Screen aufmachen. Weil ich reingeflogen bin. Wow. Ja. So, jetzt müsst ihr nochmal dahinter, also da auf diese Kugel springen. Mhm. Dann lauft ihr bis ganz hinten, nee, hoch, oben, oben. Hä? Oh. Oben, hier ist so eine Kante über der Kugel. Genau. Genau, und da läufst du bis ganz nach hinten durch. Mhm. Oi, 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 oi. Nein, warum bin ich jetzt geballert? Hören Sie auf! Und dann in die rechte, rechts in die Wand rein beim letzten. Oben. In diesen kleinen Tunnel da rechts von dir oben. Wo bin ich? Ich glaube, ich bin rein. Ja. Ja, du bist rein. Okay. Fehlt Eddie noch. Mhm. Genau, und im letzten, genau, rechts rein. Da, genau. Da, wo du gerade reingeguckt hast. Genau, da springst du rein. Zeigst du die Abkürzung? Welche meinst du dann? So, jetzt geht's weiter. Das ist das Coole. Jetzt hast du hier so einen super coolen großen Raum, ne? Jetzt pass auf, kommt mal her zu mir. Aha. Geht unter der Treppe weiter. Wow. Was? Ja, es geht hier unter der Treppe weiter. Aber jetzt werden wir nie erfahren, was da hinten auf der anderen Seite ist. Findet man das so nach und nach heraus? Oder also sucht man hier... Ja, am Anfang waren da super viele Leute wahrscheinlich drin, haben den Weg gesucht, wie es funktioniert. Hier gibt es auch noch kleine Secrets, wo du dann für eine Waffe was Spezielles freischalten kannst oder auch für ein neues Schiff, was super geil aussieht. Mhm. Das kannst du dann alles in der Mission freischalten. Da geht es dann auch komplett dahinter, also wo ich gerade dahin schieße. Und so, also hier, das ist einfach richtig, richtig cool gemacht. So, jetzt müssen wir hier entlang einmal komplett rumlaufen. Jetzt nur Vorsicht am, ich glaube, wenn ihr euch an die Wand haltet, müsstet ihr es schaffen, genau. Boah, Angst. Oh. Okay, so. Höhenangst? Nee, Quatsch. Da unten. Darin müssen wir landen. Oh Gott, bitte nicht. Toll. Gute Perspektive von mir ausgewählt. Das war wieder so dumm. Nein, Hüter gefallen. Tschüssi. Oh. Ich kann nicht den ganzen Weg spielen. Edi hat's... Nein. Oh. Ich bin zu weit. Was ist denn dahinter? Ist schon wieder ab. Ja, da ist auch schon wieder Abgrund. Du musst direkt hier landen. Was? Wo bin ich? Da. Oh mein Gott. Omega. Komm, wir laufen jetzt durch, sonst machen wir eben keinen Platz. Mhm. Vorsicht, Abgrund. Ja, ich ich hänge fest. Oh Gott. Oh. Nice, let's go. Wir haben es geschafft. Jetzt nur noch hier entlang laufen. Das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, finde ich das ganz geil, dass das so geheim ist irgendwie. Und ja. Dass man mega, oder? Mega. Nicht so richtig weiß, nicht so wie in anderen Spielen, wo dann ein Pfeil ist oder gelb. Man muss hier wirklich gucken. Genau. Boah, ich sehe nichts.
Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Also, Fun Fact ist, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen. Das heißt, wir können es beim nächsten Mal gerne nochmal machen. Ich denke, wir haben es geschafft. Du kriegst am Ende hier eine super... Oh. Nein. Warte mal. Ich kann dich, glaube ich, nicht wiederbeleben, weil du fliegst immer wieder runter. Du musst dich selber holen. Ja. Okay, ich bin da. So, jetzt hier einfach in die Ecke fliegen. Ah, warte. Okay. Scheiße. Oh. Ja, das ist ungünstig. Warte. Noch ein bisschen nach oben. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Hier? Hier ist oben. Nein, falsche Richtung. Nein. Oh, ich habe nichts gesehen. Das ist so dunkel. Hier unten ist irgendwas. Ja, genau, da müssen wir hin. Ist das böse? Oh, nee, bin ich noch? Nee. Ich schmeiß dich die ganze Zeit runter. Ja. Und jetzt direkt über dir, direkt über dir. Hier. Da. Ja. Ach so. Genau. So. Und dann geht's vorwärts und jetzt wieder super dunkel. Ach du Scheiße, was geht hier ab? So. Und jetzt geht's ab hier. Und jetzt könnt ihr ballern, was das Zeug hält. Wir müssen alles kaputt machen. Aber alles ist immun. Ja, da ihr müsst die töten, die anderen immun machen. Aha. Hört sich das plausibel an? Absolut nicht, oder für euch? Wenn man weiß, wer das ist. Ja. Also die einen schießen so gesagt einen Strahl auf die anderen und die müssen wir töten. Müssen wir nicht auch immer in diese Dinger hier reingehen oder so? Früher war das so, dass man hier diese Kugeln kaputt schießen musste. Das haben sie aber mittlerweile geändert. Man muss mittlerweile, muss man alle Gegner kaputt machen. Ich weiß überhaupt nicht, auf was man hier schießen soll. Auf alles. Ja, aber alles, alles was sich bewegt. Das ist ja alles immun, das ist ja das Problem. Alles, alles bei dir? Naja, ich weiß halt nicht, was nicht immun ist oder woran ich es erkenne. Wenn diese schwarze Schale da, die du hier mit diesen kleinen Kugeln drin drumherum ist, dann kannst du da nicht durchschießen. Aber wir haben es gleich, wir sind gleich im nächsten Raum. Gut. Ich hol dich, alles gut. Achso, nee, ich hol dich nicht, weil ich bin auch tot. Alles liegt an Haselnuss. Was passiert hier? Ja, wo muss ich? Da oben ist ein Sniper, genau. Nee, nee. Da oben lebt noch einer. Achso. Oh, weiter geht's. Bei mir. Ah, das sollten wir sogar schaffen in 10 Minuten. So. Fuck. Ich hab mich selbst getötet, aber alles gut. Bei mir ist noch ein Gegner. Mhm. So, dann geht's hier weiter. Kommt zu mir. Kommt der nächste große Raum. Oh, ihr seid beide weg. Ah, ist gut, ich schaff das. Wieder da. Ihr könnt euch, wenn ihr euch zu mir reinstellt, kann euch nichts passieren. Für die nächsten 15 Sekunden. Was ist hier nach oben? Was ist auch weg? So. Geht's hier unten weiter? Jetzt müssen wir nur hier die Fäule wegschießen. Die Fäule. Die Fäule, genau. Und dann geht's hier wieder durch. Oh, hinter uns! Oh, wo kommt mein Gott. Der denn her? Hüter gefallen. Hole. Ich kann auch kommen. So. Ah ne, da fehlen noch welche. So. Jetzt geht's zum Boss. Also zu den Bossen. Es sind insgesamt 4 Stück. Ja. Wir müssen hier runter. Vorsicht, Abgrund. Ihr müsst hier landen bei mir. Hä? Aber dann bist du doch gelandet. Ja, das haben sie geändert. Das war so, das ist so frech. Ich
habe die Mission ja vor 5 Jahren hier schon gespielt, als ich das erste Mal drin war, gefühlt. Und dann haben sie den Boden da weggemacht. Ich habe es nicht kapiert. Und es hat so lange gedauert, bis ich es verstanden habe, dass der Boden da weg war. So, und jetzt müssen wir hier auch wieder alles kaputt machen. Destroy. Aber wie? Ach, jetzt da hinten ist der Boss schon. Drei, ja, drei Bosse. So, jetzt ist die Frage, sind wir cool? Nehmen wir alle Bosse gleichzeitig? Mhm. Warte, holt euch hier noch den Banner. Mhm. Holen wir uns alle Bosse gleichzeitig oder einen nacheinander? Boah, ich würde irgendwie auf Nummer sicher gehen und einen nacheinander, aber... Okay, wir nehmen alle gleichzeitig, perfekt. Ja, hätte ich jetzt aber auch gesagt. Wenn die Frage ist, sind wir cool, das lässt ja nicht wirklich viele Antwortmöglichkeiten zu. Ja, so, Vorsicht, Boss in dir. Oh, der ist immun. Wir sind alle immun! Why though? Hüter gefallen. Oh mein Gott. Dankeschön. Oh. Oh mein Gott. Ja. Wo bin ich? Oh, jetzt muss ich da immer wieder runter. So, ein Boss ist kaputt. Wenn du deine Super hast, kannst du sie machen. Also nicht. Ich hab die gerade von mir. Okay. Oh, ich bin tot. Aber ich hab einen gut mitgenommen. Hol ich wieder. Aua. Ich konnte aber auch nicht mehr. Wir schaffen das. Wir sind die Besten. Ja. Also, wir sind wirklich. Cool. Also, diesmal sind wir die Besten. Alter, was war denn das? Das ist eine Granate vom Boss? Ja, die haben alles. Also, wie Sie sehen, ich sterbe hier auch gern mal. Ich weiß gar nicht, was ich du zu mir sagen. Hier links ist so ein Höhleneingang, da kann man sich gut immer in Deckung gehen. Um das Schild aufzuladen. Oh, schade. Ich habe immer 5 Sekunden Pause, Legacy. Mhm. Komm zu mir links in die Höhle rein, das ist hier perfekt, wo ich bin. Ja, das stimmt auch. No, der nächste ist tot. Nice. Jetzt fehlt nur noch einer. Easy. Sehr schön. So, jetzt kommt noch mal einer. Hä? Nochmal, ja, jetzt kommt noch mal ein dicker Ogre. Ja. Okay, der ist jetzt wieder immun. Der ist wieder immun, genau dafür müssen wir links und rechts die Hexen töten. Mhm. Macht das aber gerade schon für euch. Ich habe keine schwere Munition. Da könnt ihr jetzt mit geballter Power alles draufschießen, was ihr habt. Wenn ihr Supers habt, alles drauf. Aber wir sollten den aber schon schaffen. Oh, wo ist meine Höhle? Hier hinten, wo ich bin. Ich snipe aus der Höhle einfach raus. Wie so ein Feigling. Alles gut. Nervt doch nicht. Er ist wieder immun. Mhm. Müssen wir die folgen? Mhm. Wir müssen die Hexen machen. Wo sind die Hexen? Was sehe ich gar nicht. Links und rechts hinten. Nice. Oh, schöner Snipe. Warst du das? Ja. Mega.
6 Snipe-Schüsse. Mhm, alles gut. Warum verliere ich denn schon Energie, wenn ich nur in die Arena gehe? Ist da noch eine Hexe oder was? Nee, wir können ihm wieder Damage machen. Also. Hey? Ja. Hab alles kaputt gemacht. Mir sagt er immun. Ja, weil ich gerade die Fäule hier wegmache. Deswegen jetzt Damage machen können. Okay. Oh, keine Muni mehr. Aber mit Muni schaut's auch. Ah, ich hab wieder einen Nieder. Ja, drauf da! Und Geronimo! Let's go, beide! Ja! Let's go! Schön! Pum, 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 pum. Sehr stark! Mit 2 Minuten left, ne, by the way. Also wir haben 38 Minuten dafür. Oh. Das war doch ein perfekter Abschluss. Was? Gib mir den Loot, gib mir den Loot! Und ihr müsstet jetzt bekommen haben, Bauplan Wispern des Wurms. Wurms, ja. Mhm. Das ist die stärkste Heavy Sniper in dem Game. Oh, geil. Ja. Nice. Sehr cool. Nice. Krass, dass wir es beim ersten Mal geschafft haben. Ja, ich hab's echt nicht First erwartet, try, ohne zu sterben. Ich meine, mit dem besten Teacher, den besten Schülern. Oh. Was erwartet ihr? Wahnsinn. Sehr cool. Das freut mich. Schön. Dann haben wir nächstes Mal... Und die Waffe habt ihr jetzt auch für Pantheon. Aber Moment, die Waffe müssen wir noch bauen, oder nicht? Oder wie? Genau, die können wir bauen, das können wir dann beim nächsten Mal machen, weil dafür müssen wir noch ein paar Schritte machen. Okay. Okay. Wir brauchen ja für nächstes Mal brauchen wir auch noch ein bisschen was. Aber jetzt kommt dann noch die nächste Mission. Wie war denn das? Wie war denn das nochmal? Weiß das noch jemand von euch, Chat? So, dann sollte ich das jetzt vielleicht. Die Einsiedlerspinne. Okay. Ja. Perfekt. Warte mal, hast du die Einsiedlerspinne vorhin in den 20 Wellen, die wir gemacht haben, so bekommen? Wer jetzt? Ich meine, Ede hier. Okay. War das. Weiß ich nicht mehr. War das nicht die Waffe, die ich aus meinem Speicher? Also dafür, also für die, wie sie ungefähr ist, es fehlen 1-2 Sachen, spielen Spieler das Zeug manchmal 2, 3 oder 4 Wochen. Mhm. Okay, krass. Ja, also das ist echt guter Loot, ne? Ja. Also. Kann ich die verkaufen? Na Quatsch. Ich geb dir 2 Euro. Ich spiele 2 Euro. Ich geb dir 2,50. Oh, wollt ihr noch irgendwas machen? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Nee, ich mache jetzt Schluss. Ich muss morgen sehr früh raus. Deshalb ist für mich jetzt Feierabend. Alles gut, alles gut. Das war cool auf jeden Fall. Das hat Spaß. Es war mir eine Freude, ja, das auf jeden Fall. Ich werde noch ein bisschen weitermachen. Ja, es war wirklich sehr schön. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ich dann meine geile Supersniper ich freue mich bekomme. Auch, wenn wir alles ausgerüstet haben, vernünftig und so. Ja, mega. Und beim dritten Mal wird es sogar noch cooler. Freue mich. Schön. Mega. Das wird dann richtig krass, glaube ich. Das wird richtig krass, ja. Das wird richtig witzig, aber wir werden auch echt schwitzen. Ja, voll. Ich habe heute schon geschwitzt, ey. Es war schon, also man hat schon ja mal so, als wir kurz einmal auch diesen Legendär-Modus gemacht haben, hat man ja auch mal so kurz schon mal so kosten dürfen, wohin die Reise hingehen kann. Das ist noch gar nichts von dem, was wir machen. Oh Gott. Das machen wir dann, wenn der DLC raus ist. Ne? Genau. Ja. Das machen wir dann, nachdem der DLC raus ist. Und jetzt, bevor das DLC kommt, machen wir jetzt nochmal ein. Ich denke mal so in 2 Wochen. Da spielen wir nochmal so eine Time-Gated Mission, würde ich sagen. Und schnuppern noch ein bisschen in manche andere Sachen rein, damit ihr bessere Rüstung habt. Damit ihr auch in dem Raid überlebt. Mhm. Und genau. Cool. Ja, geil. Genau. Freu mich. Super. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, sehr gerne. Ohne es war dich, mir eine Ehre. Wäre komplett aufgeschmissen gewesen. Voll. Also sehr vielen Dank. Danke. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ja. Danke, Hasel. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Tschüssi. So, ich muss jetzt noch einmal ganz kurz hier gucken. Jetzt ohne beobachtet zu werden. Wenn die Waffe so geil ist, dann mache ich die nämlich jetzt mal auf 810 hoch.
Zum Beispiel, ne, Kaltherz kann ich nicht opfern, aber hier Begebenheit zum Beispiel, das braucht kein Mensch. So. Und dann kann man nämlich hier auch noch Zusatzmangel für höhere Kapazität erhöht. Nachladetempo, dynamische Schwungreduktion oder Fressrausch. Jeder schnelle Kill mit dieser Waffe verbessert bei dauerhaft gedrückt gehaltenem Abzug die Präzision. Ist auch nicht schlecht. Ist alles gut. Kills mit einer beliebigen Waffe verbessern kurzzeitig den Schaden dieser Waffe. Magazingröße. Ja. So. Die Zielerfassung dieser Waffe wird verbessert. Okay. Backup-Magazin vergrößert das Magazin. Das ist doch gut. Achso, hier kann ich gar nicht. Dann könnte ich hier theoretisch sogar auch noch, aber es geht nur auf um 1 hoch. Ein Schuss mehr. Nee, das macht keinen Sinn. Schon ganz geil, ey. Okay. Und dann kriege ich beim nächsten Mal kriege ich noch die mega geile Snipey Snipe. Das wird gut. Da freue ich mich drauf. Wie komme ich jetzt hier raus? Lass mich. So, Leute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht für alle, die ein bisschen Interesse an Destiny haben. Destiny 2, beziehungsweise. In 4 Wochen kommt das letzte wohl, so sagt man, der letzte DLC für Destiny 2 raus am 4. Juni. Und das, was wir heute gespielt haben, nennt sich Ins Licht oder Into the Light im Englischen und ist ein Update mit eben ganz vielen neuen Sachen. Ich kann euch mal vorlesen, was hier steht. Dieser Content beinhaltet die brandneue Wellenverteidigungsaktivität Ansturm, was wir gemacht haben. Ikonische Waffen, Fanfavoriten als Standard- oder Limited Edition Varianten, den neuen Treffpunkt, Halle der Champions, haben wir auch gesehen, überarbeitete exotische Missionen, das Wispern, das haben wir eben auch gerade noch gemacht, und Stunde 0, neue Schlachten mit Raid-Bossen unter dem Titel Pantheon. Das machen wir beim nächsten Mal dann, oder beim übernächsten Mal. Neue Prämien und mehr. Und was halt sehr cool ist, ist, dass es auch, wenn man jetzt erst spät einsteckt, mein Charakter war ja gar nicht auf dem Level eigentlich, dass man direkt mit Waffen und Ausrüstung versorgt wird, sodass man direkt einsteigen kann. Und ja, zum Destiny 2 DLC finale Form treffen wir uns dann auch nochmal mit Tricks und werden dann irgendwas Großes machen. Ich weiß nicht, ob das ein Raid wird oder so, aber machen wir dann wirklich so ein 5-Stunden-Ding. Das wird auf jeden Fall der Knaller. Wann das genau ist, sage ich natürlich noch Bescheid. Und ich weiß gar nicht, ob Nikola noch da ist, aber wir haben auch noch, eigentlich noch Keys zu verlosen. Aber weiß ich gar nicht, wie wir das jetzt machen. Sonst machen wir das beim nächsten Mal. Nikola ist jetzt wahrscheinlich schon weg. Achso, die Keys hast du gerade verlost. Okay. Ja, dann ist ja dann hoffe ich, ihr habt einen Key bekommen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit Destiny 2 Into the Light.